bist du dir nicht im Klaren darüber, dass, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Hip-Hop-Battle ist, ich flow besser als du, dies, das, dann antworte ich, nein, ich flow besser als du. Aber wenn es um eine persönliche Beleidigung geht, bist du dir nicht im Klaren darüber, dass ich dir ganz easy, Bruder, ganz easy, weck mich morgens um 4 so, verschlafen, was los, ganz easy schlag ich dich tot, Bruder. Ich schlag dich tot, ganz einfach. Besonders denjenigen, um den es geht, ich schlag dich tot. Yo, herzlich willkommen bei Toxic trifft mit Manuelsen nach einem halben Jahr Pause. Im neuen Studio, im Super 7000 in Düsseldorf. Ja. Wie geht's dir, Mann? Mir ist auch gefallen, ich habe den falschen Beruf eigentlich, glaube ich. Hast du? Ich komme hier rein, ich guck so alles mit Kunstrasen. Sogar sogar Kinderhort ist hier mit so Bällen, habe ich da gesehen. Wir teilen uns ja die Etage hier mit mehreren Leuten. Mm. So, also ist nicht alles unseres. Läuft bei hiphop.de, was soll ich euch sagen? Läuft. Und du hast auch schon deine Firma mitgebracht. Du wolltest nicht deinen Namen platzieren, sondern lieber ja, die Firma. Das ist der Firmenname. Ja, freut mich auf jeden Fall, mit dir zurückzukommen. Nach Winterpause. Und fällt dir was auf? Fehlt was. Wir haben kein Mikro. Kriegen wir hin? Ja, ich habe schon. Ich sag ja, weißt du, bei euch läuft langsam. Ich glaube, ich muss auch bei euch anfangen. Als was kann ich anfangen, wenn ich anfange? Die Hälfte der Rapper kann ich nicht interviewen, weil ich. Also was kann ich machen? So, ich würde sagen, ich würde dich als Interview eigentlich, oder ich würde dir eine Kolumne geben. Eine Kolumne, wo du emotional ausrastest und richtig eindeutige Ansagen machst und sagst, bla, das über alles, was dich aufregt. Manuelsen jede Woche, was ihn aufregt. Ich muss von diesem Image wegkommen irgendwie. Wie komme ich da weg? Berat mich mal als. Warum musst du davon wegkommen? Ja, weil das ist doch vollkommen, wie heißt das? Konstruktiv. Nicht konstruktiv, genau. Wie heißt das? Dieses. Diese eine, ihr wisst schon, diese. Ja. Aber das ist doch kacke, wenn die Leute einen nur mögen, wenn du emotional ausrastest und keiner hast, das ist doch scheiße. So. Ja, vor allem ist die Frage, wie es für dich ist halt, ne? Ob du ich komme klar damit vom Ding her, so. Aber ist halt scheiße, wenn die Leute dich halt nur darauf reduzieren. Ja, aber showtechnisch wäre das interessante Ding. Ich meine, du könntest auch tausend andere Sachen machen, wie beispielsweise, also du bist ein guter Musiker, ja? Wir könnten auch ein Format für dich machen, wo es tief in die Musik geht und du die Beats analysierst und ja, so. Das ist doch mal nice. Ja, aber dann kriegst du nicht die Klicks, Digga. Ja, aber Klicks, was sind schon Klicks, Bruder? Was sind Klicks? Heutzutage Klicks. Guck mal, ein Typ, der sich benimmt wie ein Affe, wie der letzte Arsch, so, als ob der gerade aus der Höhle kommt, habe ich mich auch schon so benommen, aber ein Typ, der sich so benimmt, ne, der kriegt halt mehr Klicks als ein Typ, der halt wirklich talentiert und wirklich nice ist. Wann können wir mal reden über gute Leute? Aber mit Musik kann man ja schon auch was reißen, Alter, gerade auch mit der ganzen, wie auch immer man es nennen will, Trap-Autotune-Zeit, die wir jetzt gerade haben und so. KMN ist nicht rausgekommen wegen irgendwas, sondern wegen Musik. Ja, KMN, aber... Wegen Hits. Aber den Stress, den wir dann hatten mit wem war das nochmal? Der Stress kam dann irgendwie auch, aber... Mit Al Patron Miri, so. Wo der Stress war, war es natürlich auch interessant. Dann sind auch die Medien gekommen. Ins Fernsehen sind sie gekommen. Ja, ich gucke RTL aktuell. Aber wir hatten uns halt aber die Musik schon und Schüsse auf dies, das und ich hab das ja, gesehen. Sowas ist natürlich spektakulär und sonst was. Aber ja. Sie hätten das nicht gebraucht, um interessant zu werden. Das war nicht so, die machen 10 Jahre Musik, keinen Schwanz interessiert, dann passiert das sowas ja. Und dann kommen das alle. Ja. Sondern die hatten Hits am Start. Aber es war aber auch nicht ganz unförderlich. Ja. Um szeneübergreifend Begriff zu werden. Szeneübergreifend ein Begriff zu werden. Also ich glaube, dass die Leute interessiert, normal, Alter, müssen wir nicht drüber schreiben, widerspreche ja. Ich dir nicht, ist so. Normal. Aber ich meine nur, teilweise mit Musik geht ja heute auch, werden auch mal so Hypes ausgelöst und gehen Leute viral einfach über Musik. Lass mich mal einen guten Beitrag tun. Zum Beispiel, ich kann den Leuten ans Herz legen, ne? Zum Beispiel Rula. Kennst du Rula? Siehst du kennst Rula nicht. Rula ist aus dem Umfeld der Bounce Brothers, ist eine Sängerin aus Offenbach, ne? Ihr müsst ihr alle folgen auf Instagram, Rula, die ist zum Beispiel, guck mal, die ist erstens eine brutale Sängerin, ne? Brutale Sängerin, dann ist sie eine brutale Songwriterin, ne? Dann ist sie Produzentin auch, gerne, sie produziert ihre eigenen Sachen und sie schneidert auch ihre eigenen Outfits so. Also voll das talentierte Wesen so, weißt du? Und ist auch unterwegs mit Namika und so und mit, wie heißt der nochmal?
irgendwas Crow da, die Ecke, irgendwas macht sie Background-Sängerei und so. Ja. Und ich kenne sie zwar, aber sie hat jetzt nicht gesagt, ey, kannst du mal was sagen? Oder das kommt jetzt einfach so von mir, so, Janne. Warum? Und die, das heißt sie auch nicht. Sondern nein, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mit ihr im Grunde genommen rein businesstechnisch nicht viel zu tun. So, wir schreiben manchmal so, ey, lass mal was machen. Ja, okay, dann machen wir, dann irgendwann machen wir bestimmt mal irgendwann was. Wieder, sie war ja auch schon auf Kill 'Em All drauf. Aber das Ding ist, die Leute sollen sowas mal abchecken. Die ist halt krass, ey. Gebt euch mal die Videos, zum Beispiel das Video Hell. H-E-L-L, Hell. Das ist zum Beispiel ein richtig krasser Song. Deutschsprachig so. Lass da kurz weitermachen. Sag mir, wen du sonst noch so feierst, ob du noch eine Entdeckung für uns hast. Und sag mal noch was anderes, was ich mich gerade gefragt habe. Wer ist denn gerade eigentlich bei dir gesigned? Semine ist nicht mehr gesigned bei dir. Semine macht ihr Ding. Gesigned bei mir ist Cass und Xenia Fatal. Die beiden. Okay. So. Sollen neue dazukommen? Mit Sicherheit. So. Also der Cass sitzt gerade an seinem neuen Album. Das erste Album war cool. Also das Album war geil, aber so die Resonanz war sehr cool. Also um ihn vorzustellen, war cool. Jetzt beim zweiten Album ist der Junge so motiviert und so krass. Also ich habe die ersten zwei, drei Dinger gehört. Der ist halt wirklich noch jung und der hat halt wirklich noch Bock so auf Hip-Hop. Das merkt man ja auch. Merkt man auch selten heutzutage. Der hat halt Bock auf Hip-Hop. Der hat halt Bock, krass zu sein und der hat halt Bock. Okay, warte mal, jetzt der Mann-Gag. Könnte man vielleicht mal den Ventilator anmachen? Okay, wir machen jetzt alle 10 Minuten an, aus. Ja, so. Das ist aber, die Leute müssen dann immer kurz mit dem Kopfhick davon leben, jetzt einen Ventilator im Ort zu haben. Ich komme ja auch hin, um euch zu erzählen, dann schafft ihr dieses Ventilatorgeräusch, schafft ihr auch. Guck mal, wie nice. Ah. So, auf jeden Fall. Schon besser, ja. Besser, ne? So, auf jeden Fall. Kessler hat noch Bock auf Hip-Hop, so, und das hört man auch an den Sachen, so wie er es macht. Er macht es halt wirklich geil und man merkt Steigerung, man merkt, er hat noch richtig so diesen Drang nach vorne. Diesen Drang nach vorne. So, gestandene Künstler haben ja mehr nur noch Drang, sich geil mitzuteilen, weißt du, oder irgendwas schön zu sagen oder irgendwas zu bemängeln oder zu berichten von irgendwas. Es ist auf jeden Fall geil, wenn man Hunger merkt und wenn man merkt, dass Leute Bock haben auf das, was sie machen. Und eine geile Sache beim Rappen ist ja sowieso, dass es ist ja, wenn jemand gut rappt, ist das so ähnlich wie, so wenn so ein Rockfan, so ein Dude mit einer Gitarre zuguckt, wie der so ein Solo zockt und du denkst, krass, was der kann, wie kriegt man das hin? Du hast vielleicht selber drei Sätze gerappt, du kannst dir vorstellen, das ist nicht so einfach oder das ist nicht so leicht, auf den Vergleich zu kommen, das ist ja geil daran. Und das geht ein Stück weit verloren in der Zeit heutzutage, wo 4 Leute im Kreis sitzen und die Texte schreiben für jemand anderen und das wird dann aufgenommen, was inzwischen halbwegs gang und gäbe ist und keine Ahnung. Und der Aspekt fällt halt weg. Kann sein, dass da bessere Musik bei rauskommt, weil Aufgabenteilung ist. Mhm. Weißt du? So. Mhm. Keine Ahnung. Ich bin davon wirklich überzeugt, dass so Leute, von denen das bekannt ist, ne, dass die so arbeiten, ich finde, die dürften auf den Hip-Hop-Portalen, ne, einfach nicht mehr supportet werden. Weil die sollen zu Bravo gehen. Weil das sind Pop-Artists. Die sind so wie die Backstreet Boys, die anderen. Hast du mitgekriegt, diese Kritik vom Böhmermann an diesem Echo Award und so weiter und wie scheiße die Pop-Szene, bla bla bla, dass alle die gleichen Ghostwriter haben und dann so tun, als hätten sie das geschrieben, bla bla bla. Hast du nicht mitgekriegt? Nee. Er hat da so ein Fass aufgemacht auf jeden Fall und diese ganzen deutschen Singer-Songwriter so kritisiert mit den belanglosen Texten, die machen, die sie nicht selber schreiben, aber dann so tun und so weiter und so fort. Mhm. Ein Stück weit von Deutschrap ist das ganz genauso so, und geht halt ein Stück weit in die Richtung und ich frage mich halt immer, ob ich der letzte Idiot bin, der damit irgendwie ein Problem hat oder, weißt du, oder ob ich mir einfach denken müsste, ey, warum eigentlich? Das ist Aufgabenteilung, das gibt es das ist überall anders auch gut, vielleicht wird die Musik am Ende damit besser. Mhm. Ja, sagen wir so, wir beide tun uns zusammen, wir fangen jetzt eine Rap-Karriere an, ich wäre ein Riesenschreiber, du leider gar nicht, aber du bist groß und breit und ich bin so eine kleine deutsche Wurst, das funktioniert sowieso nicht. Mhm. Ich schreibe die Texte, du trägst die vor, du hast die Stimme, alles gut. Das Gesamtprodukt ist am Ende vielleicht besser, als wenn ich mich hinstelle und Kill 'Em All einrappe, weißt du? Oder du voll der Schrank bist, aber keinen Meter rappen kannst, weißt du? Ja. So, ja. Vielleicht bin ich ja ein Idiot, dass ich das nicht raffe, aber du siehst das genauso. Ja, ich unterstütze sofort, ich bin voll auf deiner Seite. Ich finde, die Leute, die sollen stattfinden, sagt ja keiner, kann ja keiner keinen verbieten, weißt du, die sollen stattfinden, aber nicht auf den Hip-Hop-Portalen. So, die sollen zum Promi Flashmack gehen,
zur Bravo gehen, zur Girl gehen. Ich denke mir manchmal auch, vielleicht bräuchte man einfach nur Transparenz, dass man das halt weiß. Es gibt ja auch Leute, die offen sagen, ja, ich arbeite auch mit anderen zusammen, wie Flair beispielsweise und bla, oder Bushido ist, glaube ich, das auch dann so. Und weißt du, gibt ja Leute, die das einigermaßen sagen. Man weiß dann halt nie genau das Ausmaß. Das ist dann immer, ja, da sitzt so ein Kollege im Studio, der schmeißt mal eine Line rüber, auch wenn er vielleicht die komplette Ghostspur aufgenommen hat. Das weiß man dann immer nicht, weil du halt die Transparenz nicht hast. Andererseits haben ja auch Leute wie ich schuld, dass es die nicht gibt, weil du stehst ja immer noch ein bisschen blöd da, wenn du sagst so, ja, nee, wieso, ich habe die... Ich habe mir das angehört, dann habe ich das nachgerappt, das ist jetzt mein Album, so. Aber ich komme halt auch doof vor, wenn ich die Interviews mache, weißt du? So, weißt du, wenn ich jetzt neben dir sitze und dich dann frage, was hast du über den Song gedacht? Ich muss dich ja nicht fragen, Alter, ich muss deinen Ghostwriter fragen, was der sich gedacht hat. Ja, bei dir halt nicht, aber ja, bei anderen, mal, weißt du? Überleg mal. Du hast einen Typen hier, einen Rapper. So, Rap ist doch dafür da. Da sind Leute, die erzählen was und andere Leute, die normalerweise nicht gehört werden, ne? Weil da findet Hip-Hop ja statt. Das ist ja sehr Szene. Das ist ja Street. Was ich meine? Leute, die normalerweise nicht gehört werden, sollen sich davon ja catchen lassen, von diesem Typ, der da gerade steht und sagt, yo, ich bin der und der und ich habe das und das zu erzählen. Und ich komme von da und da. Und der andere dann von da und da soll sagen, ja, Mann, ich komme von hier und hier, aber ich fühle den, weil ich habe das Gleiche hier. Oder ich denke das Gleiche, ich habe das Gleiche schon mal durchlebt oder mach das Gleiche. Oder ich fühle einfach, man connectet so. Und wenn man sich dann irgendwo sieht auf irgendeinem Festival, ich höre mich jetzt an wie Torch, Alter, aber das ist wirklich die Wahrheit, dann sagt man, ey, ich kenne dich, weil du hast einmal hast du in einem Rap-Text gesagt, so und so, nice, Dude, ich fühle dich. So, das ist für mich Hip-Hop. Weißt du, das ist Vibe. Aber ist das jetzt noch so? Nein! Also du wirst ja noch mehr wissen als ich, wer von wem die Texte schreibt und blablabla. Müsste halb Deutschland bei Lars High Five geben und sagen, ey, nice, was du da gesagt hast. Ja, und nicht nur bei Lars. Ja, Nas oder bei Lars oder... Wer ist noch so berühmt da? Motrip Alias. Motrip Alias. Echo früher. Weiß nicht, wie viel der jetzt noch macht. Vielleicht die sollen auf Tour gehen zusammen. Die sollen überall Hände küssen lassen. So, von den ganzen Jugendlichen. Voila, du hast auf dem Album hast du das und das von dem und dem geschrieben. Aber guck mal, ich bin da... Es ist auch mal ein bisschen schwierig. Ich kann auch nicht sagen, dass ich niemanden feiere, der sich... Weißt du? Also, keine Ahnung. Flair sagt, er arbeitet mit anderen Leuten zusammen, aber den Sound, den der jetzt macht, der ist ja auch gut. Und Flair ist ja auch niemand... Es ist noch ein Unterschied, ob jemand neu rauskommt und hat noch nie in seinem Leben was gemacht oder der hat vorher gemacht. Mhm. Oder, keine Ahnung, du sitzt hier vor so einem riesen Regal mit meiner Plattensammlung und so weiter. Das sind garantiert auch 2, 3, 4, 5... Ja, geht, danke. Sind auch ein paar Dinger von Eazy-E zum Beispiel drin. So, Gangster-Rap ging ja schon so los, NWA ging ja schon so los, dass die Hälfte von denen, die eine Hälfte waren keine Gangster, die andere Hälfte konnten keine Texte schreiben und die haben Aufgabenteilung gemacht. Aber, und ich feiere auch Eazy-E. Aber das also kann ich mich auch nicht hinstellen sagen, und sagen, bla bla. Das ist das Ding, ich kenne von Eazy-E original nur Ronald 6V. Das kenne ich nur wegen dem Film und ich kenne dieses Real Motherfucking G's. Ansonsten habe ich Eazy-E nicht gehört. Er hat die Stimme war auf jeden Fall gut und Alter, da sind schon coole Sachen dabei. Aber es ist dann auch was anderes, man kann das dann unterscheiden. Also, weißt du, ich würde halt keine Diskussion führen, es würde keinen Sinn machen, dass wir jetzt diskutieren, ist Jay-Z oder Eazy-E der bessere Rapper? Nein, Eazy-E ist ein Performer. Jay-Z schreibt Texte. Eazy-E ist ein Drogendealer. Ja, ein Drogendealer, dem seine Homies Texte geschrieben haben, die er geil performt hat und ein geiler Charakter, ein geiler Typ. Ich glaube, aber deswegen habe ich ihn auch nicht gehört. Kann sein, ja. So. Ich habe lieber, was habe ich damals lieber gehört? Lords of, ganz, ganz Anfang, Lords of the Underground, Das Effects. ehrlich jetzt. Hast du endlich mal bei Das Effects auf die Texte geachtet, Alter? Ja, sicher. Was zu hören erzählen die da? But I'm a freaking like this, but I'm a freaking like that. Diese ganzen Dinger. Das hat teilweise null Sinn, was die erzählen. Ja, wenn du's, ja, das sind da Battle Rapper. Aber Lords of the Underground waren auch hart, Alter. Ja, sicher. Auch geil. Chief Rocker Number One, Chief Rocker Chicken Law, Chief, weißt du noch? So, da hat man halt gemerkt, weißt du, das sind halt MCs gewesen. Das Effects, Lords of the Underground, wie ist nochmal der, Eric Sermon, hat da die ganzen Dinger, das war ein bisschen später. So, bis dann Tupac kam halt, ne? Digga, wir können noch ganzes Interview machen, wo wir hier durchs CD-Regal gehen und so, aber wir müssen vielleicht mal auf unsere Themen kommen von deinem Album, Alter, weil ich habe genug andere Themen hier drauf und wir sind gerade hier. Von 18 Fragen. Wir sind am Anfang. Wir sind bei Hallo sagen. Guten Tag. du hast gestern mit Bruce gedreht. Wie ist es geworden? Das müsste ja schon draußen sein. Also die Leute haben schon ein neues legendäres Manuelsen-Interview gesehen. Aber weiß ich nicht, ob das so legendär ist. Bruder, ich sag nur das, was ich denke. Wenn die Leute das entertainig finden, dann ist schön, dann ist gut. Wenn auch nicht, ist auch gut. Weißt du, ich meine? Also ich sag das, was ich denke. Ich sag das, was ich zu sagen habe. Und dann ist auch gut. So, deswegen. Das Interview war halt am Anfang sehr sachlich.
Eigentlich war es die ganze Zeit sachlich, aber dann irgendwann muss ich dann, ich probiere dann halt auch, warum ich manchmal so ein bisschen über die Stränge schlage, ne, ist, weil man ja normalerweise von Interviewpartnern gewöhnt ist, dass sie sagen, ja, nee, und ach, ist alles okay. Und die probieren halt so diese Professionalität in Interviews, dies, das, man. Aber wir sind doch hiphop.de, wir sind doch hier bei Hip-Hop da. Ich probiere den Leuten wirklich zu sagen, dass mich manche Sachen einfach wirklich aufregen. Und die sollen das auch verstehen, dass wenn ich sage, ich fick den, dann will ich, dass die Leute das verstehen. Nicht, dass ich sage, ich fick den, hoffentlich kriege ich jetzt Klickzahlen, weil ich gesagt habe, ich fick den. Nein, ich fick den, weil ich den ficken will, weil ich einen Hass habe. Und auch, aber auch im Umkehrschluss sage ich aber auch, nein, ey, der ist nice, ich fühle den. Wenn ich jemandem Liebe geben will, dann will ich auch, dass die Leute gerade verstehen. Das ist jetzt nicht so, der will sich an dem hochziehen, der will schleimen. Leck, ich... Was will ich mich hochziehen? Wenn ich jemanden mag, mag ich. Wenn ich jemanden hasse, ich zeig denen das. Sowas nennt man gerade, das ist gerade sein im Leben, was im Hip-Hop sehr ein rares Gutes, sag ich mal. Ich will gleich nochmal drauf zurückkommen, was du bei Roos gesagt hast und bla, das bisschen diskutieren. Wir fangen kurz mit Musik an. Hälfte der Leute am Vorspulen. Also. Skip, wie weit muss ich? ja, Roos hatte ich unter anderem auch gefragt, ob es eine Trilogie ist eigentlich. Ne? Mit Kill 'Em All, Gangland, Löwe. Es ist, jetzt bist du am Überlegen, was das ist. Ne? Wir haben gerade über die Wörter schon geredet. Bis Trilogie weiß ich. Okay, jetzt bis ging Trilogie weiter. Weiß ich. Der Kameramann Daniel, übrigens Props an der Stelle, der übrigens ein nicht klein zu redendes Brain ist, wenn ich das sagen darf. Ne? Weil die Worte so geil sind, die er mir gerade gegeben hat, werde ich, glaube ich, keine Quadrologie und keine Pentologie machen, sondern ich glaube, ich werde bis zu einer Oktalogie gehen. Die Oktalogie acht. Ist richtig? Oktalogie. Das heißt acht Teile. Nur damit ich sagen kann, ich habe eine Oktalogie gemacht. Die erste der Deutschrap-Geschichte. Die erste der Deutschrap-Geschichte in eine Oktalogie. Ja, korrekt. Your boy. Aber ist schon so, also du hast das Ding ja nie so aufgezogen, von wegen ich starte jetzt eine Oktalogie oder so. Du hast halt einen neuen Sound gefunden, wie auch immer das damals passiert ist. Da kam so mit dieses ganze Düstere, dieser ganze Hass, alles was in Kill 'Em All drin ist. Mein Gott. Übertrieben, das hat eine krasse Atmosphäre, das Ding. Okay. Und du hast im Endeffekt genauso das Emotionale, wie du emotional abgehst in Interviews, das merkt man halt auch in dieser Reihe von Alben. Ne? Es liegt, guck mal, ich habe da bei einem anderen Interviewpartner, wenn ich das sagen darf, schon mal drüber geredet. Sag wo? Kann ich das sagen? Ja, sicher. Bei TV Straßenlaum, was? Grüße. Nein, bei TV Straßenlaum. Ich weiß, ich habe davon gehört. So, ja, Eib. So, nein, Grüße, Daud. Du so, jetzt übertreib nicht. Schneiden wir raus. Nicht auch noch Daud, nur TV Straßenlaum, reicht. Nein, so. Grüße. Auf jeden Fall hab ich ihm gesagt, das liegt vielleicht daran bei dem Zuhörer, weil ich halt einfach wirklich nur mit Gorex arbeite. Das ganze Album ist ja nur produziert von Gorex und Alex. Also jetzt, du hast bei Roos drüber gesprochen, dass Kill 'Em All hatte Kill 'Em All nicht. War komplett ohne Gorex. Ja, aber das war ohne Gorex. Gangland war Gorex und Löwe ist Gorex. Genau. Komplett. Komplett. Mhm. So. Und okay, bei Gangland waren zwei, drei Judy-Dinger dabei, aber der ganze Vibe und aufgenommen, alles weil es ist halt Gorex, ja, weißt du? Und jetzt das Löwe-Album ist auch komplett bei Gorex. Ich habe gar keinen anderen Produzenten gesehen. So, keinen anderen Mischer, keinen anderen Master, keinen anderen gar nichts gesehen. Ich war nur Gorex. Und wir sind einfach so nice zusammen. Gorex, Alex und ich, wir sind einfach so nice zusammen. Alex ist übrigens der Piano-Boss. Ne? Wenn ihr den Hashtag seht, Piano-Boss, ist der Alex mit gemeint. So. Das ist einfach so nice zusammen, dass das vielleicht diesen Sound kreiert hat, der halt vielleicht ein bisschen special ist. Zumal Gorex auch eigentlich aus dem Heavy Metal kommt. Der ist eigentlich ein Metaller, weißt du? Und bis ich Gorex kannte, war Metal für mich einfach nur Lärm. So Lärm. Aber bis er mir dann mal erklärt hat überhaupt, dass irgendwelche Metaller-Künstler irgendwelche 12-Sechstel-Takte spielen, durch den ganzen Song und die Takte sich so wirklich wahnsinnig wechseln und die sich einfach nicht verzocken bei dem Scheiß, dann ist das schon... Und du hast dann drauf geachtet, dir gedacht, okay. Ja, dann merkt also man du schon... Also du raffst dann auch, was er meint. Du ja, ich raff dann auch, wenn einer sagt, hör mal, hörst du, wie krass das ist? Was vorher nur Lärm war,
Aber wenn du dann probierst, mal die Takte mitzuzählen, nicht wie im Hip-Hop 1, 2, 3, 4, weißt du, oder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, das ist halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, oder warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann dieses Marv-Metal, der hat mir das erklärt, das ist so, den ganzen Song über, ist es zwar im Takt, aber es wechselt immer die Takt, wahnsinnig, die Leute sind irre. So Metal-Typen sind richtig harte Musiker. Und was zur Hölle kann man daraus dann für seinen Rap-Sound wieder mitnehmen? Ja, weil zum Beispiel die Bass-Drum-Pattern, bei dem Song Dschungel zum Beispiel, ne? Von Löwe, von dem Album Löwe, bei dem Song Dschungel, da sollen die Leute mal drauf hören, das ist eigentlich ein ganz normales Metal-Drum-Pattern eigentlich. So. Und auch so die Snare-Setzung ist einfach so, sind so Metal-Fills und so, aber einfach vollkommen auf 808 super glide umgegrindet, dass es dann irgendwie Hip-Hop ist, weißt du? Und auf sowas kommt halt, weiß ich nicht, Ozy nicht. Um mal wahllos irgendeinen, der mit irgendwem zusammenarbeitet, zu nennen. Guck mal, könnt ihr immer heimlich den Ventilator ausmachen, wenn Manuel das erst nicht mitkriegt, bis ihm wieder auffällt und er sagt, macht an? Dann haben wir einen Kompromiss mit Kopfweg der Leute und Kopfweg von uns. Ja, und okay, Sound und Vorbild für diesen Sound gab es nicht. Ich will ja immer noch, dass du sagst, dass Zero und Trey deine Soundvorbilder ganz sind. Ehrlich, du hast erstmal gesagt, ich kenne diesen Zero. Zero kenne ich nicht, wer ist aber Zero? Trey. Du kennst Trey. Kenne ich. Und Trey. You can catch me in the hood. Ja. Du machst da nicht diesen super Double Time und die Stimme von ihm ist halt noch anders als deine und bla. Und er kann nicht singen. Oder nicht so wie du. Nee, nicht wirklich. Aber so auf Rapper singen mäßig. Aber er hat oft Gesang mit dabei, Alter. Und mir gibt das die gleiche Atmosphäre auf jeden Fall. Also ich höre Trey gar nicht. Ich kenne nur dieses In the Hood. Das Ding kenne ich von ihm, einen anderen Song kenne ich schon gar nicht, er hört schon auf. Und aber er hat halt wirklich eine besondere Stimme, das weiß ich. Er hat halt eine tiefe Stimme, aber jetzt Vorbild. Und der hat auch die Atmosphäre und der ist real. Also definitiv Musiktipp, Trey, geil, aber ich wollte damit auch nicht sagen, du baust das mal nach. Wird in Deutschland deutlich, also viel deutlicher an anderen Ecken nachgebaut von anderen Leuten. Das ist ja generell bei vielen. Bei vielen. Ja, okay, Casey und Summer, die ich sehr feiere, haben gerade einen sehr geilen Song gemacht, der aber halt auch ein Remake irgendwie von Ray Sremmurd Song ist und so. Also dieses da muss man, jetzt nicht nur über Shindy reden oder über sonst wen. Da gibt es ja viele, Alter, was inspiriert ist von irgendwem. Der ganze Trap-Autotune-Sound klingt wie Sachen aus Frankreich und so. Inspiration ist auch immer in Ordnung. Also, ne? Ja, aber die haben gefickt doch. Bruder, Bruder, lass mich nicht anfangen. Ich stehe letztens in der Disco, also in einem Club, ne? Das gehört sich jetzt so Funpark an, aber so in so einem Club, nice. Und dann höre ich so ein Lied, ne? Und dann denke ich mir dabei, warte mal, das kenne ich doch. So. Und dann fällt mir auf, dass es einfach, ich will jetzt niemanden diskreditieren, so, deswegen scheiß einfach drauf. Aber ich habe ein Lied gehört, was auf jeden Fall deutlich, also wo deutlich klar rauszuhören ist, ne, dass es das Lied einfach gibt. Schon. So. Und ich habe mich dann beim DJ erkundigt, ich meine so, was ist das und so? Der meinte so, Bruder, das Lied ist schon von 2003, 2004, von irgendwo. Und da habe ich mir gedacht, so krass. So, dass manche Leute sich nicht schämen. Dass sie sich nicht schämen. Ich viele Leute sind hart am Übertreiben und sonst was, weißt du? Deshalb, das ist immer, kennt man ja das Thema. Das eine ist Inspiration und das andere ist einfach Biden. Und Biden ist halt genauso Torch-mäßig, hat Torch dann doch recht gehabt, ne? Als Stellvertreter dieser Generation, dass Biden genauso für den Arsch ist, wie wir vorhin über Ghostwriting gesprochen haben. Ganz ehrlich, ne? Ich spule mich 10 Jahre zurück, da hätte ich gesagt, was labert dieser Torch und so, der soll gehen, was redet der? 10 Jahre später, ne? Ganz ehrlich, ich weiß, was er meint. Der hat recht, der Nigga. Ich schwöre, der hat recht. Machst du dir Gedanken darum, wie die Musik in 10 Jahren dann klingen wird? Nein. Wenn ich auch so überlege, Alter, zum Beispiel, das ist ziemlich oft auch so, dass Leute, was weiß ich, ein Savage, als der rauskam, dachten alle, oh, es ist vorbei mit Hip-Hop-Kultur, der macht alles kaputt, das geht nicht, das darf man nicht. Am Ende plötzlich klang er wie Torch. So. Ja, aber warte mal. Oder irgendwann, als Kollege rauskam, haben auch alle gesagt, das geht ja gar nicht, es ist alles vorbei und so weiter, das ist nicht authentisch genug und so, bla bla bla, das geht alles nicht. Heute muss man sagen, Alter, Kollege ist auch einfach mal ein übertriebenster Rapper. So. Und jetzt hast du halt neue Leute, die sind halt nicht übertriebenste Rapper. Ja, aber guck mal, Savage zum Beispiel, damals, wo der gekommen ist, der war einfach nur frech. Ja. So, aber der war halt immer schon der krasseste MC.
Hat aber auch Regeln gebrochen und sonst was. Also der hat ja, schon gut gerappt. Mit dem, was er gesagt hat. Hat gesagt, das, was er sagt, darf man nicht Nutte, sagen. Nutte, Nutten bewahren meinen Samen in der Grotte, bis er schimmelt. Das ist halt heute noch sehr asozial. Mhm. Weißt du, und wir sind oder ja, N-Wort benutzen, auch so ein ja, auch Thema so. Von dir. Ja. Spiel mit deiner Crew wie Blacktum, Nigger, step aus meinem Sektor. Esser vor der über King of Rap, yo. Nice. Ja. Ja, heute sagt man das so, damals haben die Leute das ja, nicht gesagt. Damals war so, ey, das ist verboten. Das ist Haram. Das ist Hip-Hop-Haram. Haram. So, deswegen. Okay. Aber der war halt immer ein MC und halt immer schon der krasseste. Weißt du? Und bei Savas kann man das ruhig zugeben. Weißt du, da kann man das ruhig sagen. Weißt du, dem muss man Hack geben. Aber jetzt so bei anderen Leuten, die sich halt da hinstellen und sagen: Was denn, ich scheiße auf Rapper. Ich bin kein Rap, stehen aber in der Booth und rappen. Bin ich der Einzige, den sowas aufregt? Was denn, ich scheiß Rapper? Walla, ich bin kein Rapper, ich fick Rap. Das ist aber auch schon 10 Jahre alt, diesen Film so anzufangen, ne? Ja, aber so die anderen sind nur Rapper. Ja, was bist du denn, du Hurensohn? Das haben wir ehrlich jetzt. Steht denn der Booth und rappt mit? Da steht auf der Bühne und macht Rap. Ja, Walla, ich bin kein Rapper. Ey, wenn du Gangster-Rapper bist, dann kannst du immer noch, wenn du kein Rapper bist, ja Gangster sein. Dann kann ich ja auch sagen, mir ist das Authentische wichtiger, als dass jemand Musik machen kann. Wenn ein Gangster anfängt zu rappen, ist er zweifellos ein schlechterer Gangster als ein besserer Rapper. Was? Wenn einer, der sich selber sagt, ich bin ein Gangster, wenn der sich selber sagt, ich fange jetzt an zu rappen, dann ist er auf jeden Fall ein schlechter Gangster. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. So, aber wenn ein Rapper sagt, weißt du was, ich höre lieber auf mit Rap, ich gehe lieber den anderen Weg, dann ist er auf jeden Fall im Gangstersein besser als im Rappen. Weil heutzutage bleiben die Leute dabei, womit die Geld verdienen. Und das ist gerade mehr wo bei den meisten dann? Verdient man jetzt mehr mit Gangstersein oder mit Rapper? Ja, wann hat man mit Musik nicht viel Geld verdient, wenn man es vernünftig macht? Ja, die Musik, ne? Es heulen doch immer alle, dass man so nichts verdient hat. Wegen ja, man verdient nichts. Welche Gelder haben die denn gesehen? Welche Geld haben die gesehen? Die denken, die kommen ins Game, machen einen Song und werden dann Millionäre. Mhm. So, aber das sind ja voll die Tagträumer. Ja, dann nichts verdienen. Was heißt nichts verdienen? Ja, was heißt nichts verdienen? Weißt du, ich meine, was heißt nichts verdienen? Ja, scheiße, ich habe nur 150.000 Euro umgesetzt. Wie viel Geld hast du denn? Wann hast du 150.000 Euro gesehen, du Heckenpenner? Sag mal bitte ehrlich, wann hast du gesehen? Wie viel Gras muss man verkaufen für 150 Euro? Umsatz. Warte. Du musst wieder Daniel fragen. Der kann nicht nur Latein, der kann bestimmt auch Mathe. Warte. Entschuldigung, warte mal. Kann sich nur um Stunden handeln. Mal angenommen, du kriegst ein. Du musst, wenn du, ich habe gehört, ne, wenn du ein, ja, gut 27 Kilo verkaufen. 27 Kilo Gras für ein 100, wenn du einen 5-5-Kurs kriegst. Habe ich gehört, also so, dass das so irgendwo sich da einpendelt, habe ich mal mitbekommen. Musst du 27 Kilo Gras verkaufen. So. Wann hast du Heckenpenner wann hast du 5 Kilo gesehen? Also ich habe definitiv noch keine 27 Kilo auf einen Haufen gesehen, geschweige denn verkauft. Also ja, ist so. So. Hast du ein bisschen zu tun, ja. Ja, dann machst du ungefähr einen Umsatz von 150. Mhm. Ja, Umsatz von 150 musst du erstmal machen. Ist ja. Aber ist ja nichts verdient dann. Zurück zur Musik. Welcher Song war... Sind wir doch, das ist doch Musik. Gras-Ticken und Flex-Bubbles ist doch Musik. Gehört dazu, auf jeden Fall. Dazu. Du hast irgendwie auch so, ich weiß nicht, Alter, ich habe mich gefragt, ob das jetzt die Formel ist für deine Oktalogie? Oktalogie, korrekt. Oktalogie? Bewegen wir uns Oktalogie. Hier in den Barrieren des Richtigen? Nice. Okay. Wir müssen jetzt mal Daniel so hinsetzen, dass er mir immer Zeichen geben kann, ja, wenn ich Fehler mache. Oder mir immer so flösemäßig die Sachen vorsagen, wenn du wieder Matheaufgaben stellst. Ja, mir fiel so auf, also du hast ja in der Mitte hast du immer quasi die so Beziehungs-Liebeslieder und sowas, ne? Die waren irgendwie bei
So zwischen 7 und 13 auf Gangland und zwischen 9 und 12 auf Löwe kommen die immer zwischendurch. Ne? Was ich auch geil finde, weil das bringt so eine Abwechslung rein, obwohl ich insgesamt feiere ich, dass die Alben so homogen sind, dass das ein Sound ist, dass das nicht von da nach da oder da geht, sondern irgendwie passt das immer zusammen, weißt du? Es findet hier gerade irgendeine Interaktion zwischen Ina und Daniel statt. Was geschieht hier? Die müssen die Technik checken und so. Ich war da kurz abgelenkt. Ich glaube, da knistert es zwischen den beiden. In der Mitte. Wir sind Spaß, laberst du Spaß? Okay. In der Mitte, die Liebeslieder immer. Okay. Auf deinen Alben. Ist das generell, macht man das so, oder ist das, hast du so eine Formel für diese Oktalogie? Nee. Wie du die aufbaust? Nee, ich hab halt immer eine gewisse Klangvorstellung von einem Album, auch vom Spannungsbogen her. Und irgendwie ist das echt reiner Zufall, dass es halt immer so ist. Hat aber irgendwie gar nichts Besonderes zu heißen. Ist eine Formel, ist doch immer gut, wenn man so eine Formel hat. Ich hab die Formel. Welcher war am schwersten aufzunehmen für dich? Plattau Plomo, fand ich, ist so vom Rap-Ding, ja, klang anstrengend. Das hab ich lange nicht mehr gemacht. Ich habe die Schwitzen sehen beim inneren Einauge, Auge beim Einrappen. Ja, Plattau Plomo war nicht schwer, ne? War nicht schwer, aber wenn es danach geht, wer der Schwerste war, dann der, aber war halt auch nicht schwer. So, das, ich habe den einen Verse an einem Tag, den anderen Verse am anderen Tag und so halt. Der müsste draußen sein, wenn das Interview kommt. Ne? Du hast schon gestern bei Roos gesagt, dass das bald rauskommt. Ja, das heißt, genau, der ist schon draußen. Das heißt, die Leute haben wahrscheinlich schon lang und breit diskutiert, warum Matrix auf dem Song kommt. Lass doch Matrix. Kommt der vor, weil er irgendwas mit Farid hatte? Oder kommt der vor, weil er jetzt vielleicht bei Bushido am Start ist? Nein. Oder sein Bushido alle, mit denen du Stress hast? Ich hab doch mit dem nix. Und wie kommst du zu Matrix? Mit dem hast du auch nichts. So, der hat sich gereimt. Der hat einen dummen Spruch gesagt, irgendwie. Das hat einen dummen Spruch zurückgekriegt. Scheiße. Dass man sich immer rechtfertigen muss. Ja, ich hab was gesagt, das ist doch Hip-Hop. Ja, das ist cool. So, macht einen nice. Battle. Das ist Torch-mäßig. Macht ein Battle. Ja, wir können ja gegeneinander breaken. Zum Beispiel. Könnt ihr auch. Nee, ist gut. Battle-Rap ist cool. Keine Ahnung. Manchmal wird Beef ekelhaft und manchmal ist Battle auch einfach geil. Ne? Das nice. Ist halt oft bei euch Gangster-Rappern oft so ein bisschen vermischt halt immer. Ich bin kein Gangster-Rapper. Matrix ist Gangster-Rapper, ich nicht. Und du bist was? Straßenrapper? Nee, ich bin so Musiker. Du distanzierst dich von sämtlichen kriminellen Verhalten. Ich distanziere mich von jeglichem kriminellen Dings. Natürlich. So, hast du von mir irgendwie gesehen, wurde festgenommen? Hast du so Schlagzeilen? Okay, doch. Ja. Festgenommen, ja. Ja, aber so, ich bin kein Krimineller. Ja okay. Du machst viele Fortsetzungen drauf. Warum machst du gerne Fortsetzungen? Um das hier Thema einfach radikal zu wechseln. Du hast Nachtschicht. Weißt du, warum 4. ich gerne Fortsetzungen mache? Gerüchte ist 3. Dann hast du, damals hatten wir gar nichts, war auch schon auf dem Cast, also ist vielleicht auch eine Fortsetzung. Ich mache Fortsetzungen nur deswegen, weil ich in einem Interview vorher gesagt habe, dass ich sie nicht mache. Ich mache sie extra deswegen jetzt, damit Leute kommen und fragen. Weil du bei den letzten Fansfragen gesagt hast, ich mache nie mehr. So, ich mache keine Fortsetzung, ich mache aber doch. Ja, aber warum? Weil ich Bock habe. Es kommt auch cool, Alter. So. Also warum nicht? Ich habe jetzt halt schon mehrmals Gerüchte in verschiedensten Versionen gehört und es ist ja lustig irgendwie. Das funktioniert. Ich habe mich mal gegen Fortsetzungen ausgesprochen, weil manche Fortsetzungen halt wirklich affig waren. So. Aber, ich habe gesagt, ja, Fortsetzungen sind scheiße, mache ich nicht, aber ich mache sie einfach doch. Warum? Weil ich bin einfach Manuel Sinn. Ich mache einfach doch das, was ich dann nicht sage. Und auch andersrum doch. Und das interessiert doch gar keinen. Waren eigentlich in den Hörproben, die es zwischendurch auf Instagram gab, waren da nicht zwischendurch Dinger dabei, die jetzt dann nicht auf dem Album sind? Waren die dann wohl aus der Remix-EP? Oder hast du da auch viel mal so, konnte man da auch viel hören, nee, was dann verworfen wurde? Wurde viel verworfen? Ist eigentlich alles drauf. Ja? Vielleicht manches anders. Dann doch geworden noch, ja. Aber im Grunde ist alles drauf. Okay, da habe ich vielleicht noch nicht erkannt. Okay. Wo wir bei der Bonus-EP gerade sind, ne? Die ist halt, oh, ist sie heiß, Ina? Ja? So. So. Ist ja eine Dame, wir wollen ja hier, ne? Ja. So. So, wir wollen ja, die Bonus-EP übrigens, ich muss dazu sagen, ich muss das in jedem Interview sagen, ich werde mit den Ice Boys definitiv ein Album machen. Du hast das schon bei Dings, Roos, was los gemacht. Ja. Hast du das schon gesagt? Und ich wollte eigentlich nochmal googeln, wovon du da eigentlich die ganze Zeit gesprochen hast. Und ich habe das nicht gemacht. Die findest du nicht. Auch wenn du googelst, wirst du nicht finden.
Weil das war so ein Moment, wo Manuelsen redet die ganze Zeit von so Sachen, wo er es jetzt auch lustig findet, dass kein Schwein rafft, worum es geht. Voll und Bruce geil. Sagt immer nur so, dann kann ich gleich meine nächste andere Frage stellen. Das erklär, also worum ging es da? Ice Boys, ne, sind für mich die krassesten Musiker Deutschlands. Das hast du bei Was Los schon gesagt. Ja, weil es auch und so du ist, hast auch gesagt, du hast irgendwas auch gesagt, aus wessen Umfeld oder wer das jetzt ist. Ne, die kommen nur aus ihrem eigenen Umfeld. Das Schöne ist, ne, die haben mit nichts anderem zu tun. Mit nichts anderem zu tun. Wie kamen wir jetzt auf die? Was? Weil die haben meine Remix-EP, die haben die geremixed. Das ist das Bonus-Content der Box und der Premium-Edition. Der, was auch diesmal übrigens auf über iTunes erhaltbar, also was man da auch kriegt. Was nice ist, weil es dann wirklich jeder hört. Jeder hören kann. Und das halt ein komplett anderes Genre von Musik ist, ne? Aber nice. Nice. Und ich hab mich mit den Ice Boys zusammengesetzt und hab gesagt, okay, Jungs, ich feiere das gerade, dass ihr so derbe erfolgreich mit Musik seid, aber euch einfach keiner kennt, weil die handeln da so ein bisschen wie Death Punk. Weißt du, was ich meine? Ich feiere euch gerade, weil das ist obernice, ne? Und ich werde ein Album mit euch machen. Und die haben gesagt, klar, Bruder, sofort, weil die sind oberentspannte Typen, die sind richtig nice. Und die sitzen auch da mit so goldenen Zähnen, mit so Diamanten in den Zähnen, Diamanten auf der Brille, weiße Leinenanzüge, das sind so voll die overgrindeten Typen. So, die sehen aus, als ob die gerade von Miami von der Yacht gekommen sind. Die sehen aus wie Scott Storch. Kennst du Scott Storch auf seinem Top-Notch, wie der aussah? Mhm. So sehen die beide aus. Weißer Anzug, so. Goldene Brille. So, die sind so. Weißt du, ich meine? Fahren beide dicke Karren, kamen vorgefahren, haben einen richtigen Film gemacht. So, die sind auch eben so, die sehen halt geil aus auch. Und wenn du dich mit denen so unterhältst, dann funkeln so die ganze Zeit diese Brillanten, die überall tragen, die funkeln einfach die ganze Zeit so, das ist voll nervig. Aber die sind voll interessant auch. Und dann denkt man so, das sind so ein paar Aufschneider, aber dann setzt sich der eine an die Gitarre, der andere ans Klavier, dann ist halt komplett Feierabend. Wann stellst du uns die vor? Wann sieht man die? Die haben gar keinen Bock drauf. Okay, die sehen total krass nein, aus haben, und so weiter, die ja, werden sich aber nie in der Öffentlichkeit niemals zeigen. Niemals. Ich habe gesagt, ey, ihr seht so krass aus, ne? Ich muss mit euch irgendwas... Haben die ihre Diamanten mit Musik verdient? Oder? Ja, ja, die haben halt international haben die halt sehr viel gemacht. Zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Und unter welchem Namen? Das weiß ich auch nicht. Cool Story, Bro. Worauf läuft das hinaus mit den Jungs? Das wird sich zeigen. Das wird sich auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass ich ein Album mit dir mache. Ein komplettes, nächstes, neues Album. Einfach ein Album. Was nicht zu deiner Oktalogie gehört, sondern aus der Reihe ist. Ja, wieso? Mal gucken. Vielleicht ist, ja, nee, weil deine Oktalogie sehr gut mit Gorex funktioniert. Und nicht mit den Eisjungs. Ich werde auf jeden Fall bei Gorex aufnehmen. So. Ich habe die Jungs halt durch Gorex kennengelernt. Das sind halt Jungs von Gorex. Weißt du? Die Icy Ice Boys. Der Name ist auch nice, ne? Die Icy Ice Boys? Die Ice Boys. Ja, okay, ich bin gespannt. Ey, man sieht ja auch, was bei dir im Studio passiert. Von daher müssen wir ja dann doch irgendwas sehen. Also es gibt ja, du gehst ja mal live mit Facebook und regst dich auf oder machst ja, Instagram-Videos. Hast du eine? Wann war ich nicht das letzte Mal? Schon ein bisschen her, oder? Ja, das habe ich einmal gemacht, oder zweimal. Zum Beispiel mit Pillard, das Ding? Hab ich recht gehabt? Ey, worum ging's denn nochmal alles, Alter? Ach, zum Beispiel ging es darum, mit Rapper sind Vorbilder und bla. So, das kam zum Beispiel darin vor. Ja, aber hab ich da Unrecht? Ich habe nicht mal das ganze Ding da drin, ne? Lass gleich mal gucken, wo du dich heute noch drüber aufregst und dann sage ich dir, wo ich meine, okay, dass du Unrecht hast. Wo wir gerade bei Features waren, dass die anderen eben durchgehen. Du hast zum Beispiel Bato drauf auf Ich Will. Der ist bei Fahrt gesigned. Das freut mich, das ist schön. Ich habe auch schon erlebt vor 100 Jahren, wo ich es noch nicht so gut verstanden habe, wo es mal hitzige Diskussionen gab und was so. Heißt, deshalb was, cool, wenn... Was heißt nicht verstehen, Antisympathie, aber im Grunde genommen, der war jetzt auch voll oft im Studio, ne? Bei Gorex. Bei Gorex. Und dann ist, weißt du, dann irgendwann räumt man halt auch Sachen dann einfach aus, weil wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Zwar auch nicht alt, aber auch nicht mehr die Jüngsten. Deswegen, irgendwann kackt man einfach auf Sachen. Es gibt halt Leute, die regen einen viel mehr auf. Da kann man auch sowas scheißen, wenn man eh jeden Tag aufeinander hockt. Und dann... Ist ja auch nichts Wildes dabei. Also, ja, ich kenne nicht eure ganzen Geschichten, aber das, wo ich dabei war, da ging es eigentlich um gar nichts. So. Da ging es um, einer fühlte sich vom anderen angepisst. Ja, scheiß da drauf, alles. Das ist alles 100 Jahre her. Ja. Kack drauf, der ist vom Ding her ein netter Dude.
weißt du, ich meine? Und hat auch was im Schädel. Wir haben ein paar Mal, ich habe ihn auch einmal für sein Konzert besucht. Und wir haben abgegangen ein bisschen. Ist halt cool, macht sein Business. Ist ein guter Geschäftsmann. Sehr gut. Hat gefällt Ohr. Mir. Cool. Und ist nice auch. Und cool. Bato kommt auch aus Mülheim und dadurch kannst du sowieso. Ja, genau, der ist Mülheimer. So und deswegen. Okay. Gut. Dann haben wir Cass auf Damals hatten wir gar nichts, haben wir schon angesprochen, weil es eine Fortsetzung ist von dem Song von seinem Album. Mhm. Und natürlich Gerüchte 3, was wahrscheinlich einer von den Songs ist, die Leute am meisten interessieren wird. Wird er ausgekoppelt vorher oder kriegt man den erst, wenn man ein Album kauft? Nee, weil den kriegt man, wenn man das Album kauft. Und weil jetzt wieder Gerüchte, dreimal Gerüchte, wie die auskoppeln, ist affig. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Hat er eigentlich mal, weil Cass da auch mal zwischendurch Lines gebracht, wo du gesagt hast, nein, den bringen wir jetzt nicht, weil er bringt ja so Vorwürfe gegen dich, ne? Das ist ja das Konzept von dem ganzen Ding. Ne, wieso? Gibt es da auch welche, wo du meinst, okay, den will ich jetzt nicht hören? Ne, wieso? Ich habe gesagt, mach, er hat geschickt, ich habe genommen. Ich habe gesagt, geil gerappt, mach. Aber nichts dabei, was zu weit ging. Irgendwo habt ihr den Namen weggepiept, aber das wahrscheinlich nicht, weil es zu weit ging, sondern weil das nicht sein musste. Oder? Das musste halt nicht sein. Ja. Was ich meine? Okay. Dann hast du Motrip und Capo, da hast du Magnet und Endgegner gemacht. Was geht mit den Songs? Motrip ist ja ein gern gesehener Gast immer auf meinen Alben. Einfach, weil ich ihn menschlich sehr schätze, weil er einfach ein oberlieber Typ... Ich sag immer, boah, der Motrip ist so lieb, der ist so toll. Die Leute denken, der ist voller Lulli. Nein, der ist natürlich ein gestandener Mann, der ist ein ganz normaler Mann. Aber ich mag ihn halt einfach, deswegen sag ich immer, der ist halt nett einfach, weißt du, ich meine? Der ist halt immer gerne auf meinen Alben gesehen, weil ich mag das mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er halt wirklich auch noch ein richtiger Hip-Hopper ist, weißt du, ich meine, cool ist und Ohr hat, Talent hat. Deswegen finde ich das immer nice. Und Capo ist halt das ist halt was Neues, weißt du, aus dem Aslaks-Umfeld mal wieder, weil mit dem habe ich zum Beispiel noch nie einen Song gehabt. Und da hab ich gesagt, warum machen wir? Aber du bist halt mit so einem ganzen Aslaks-Umfeld generell gut und dann kam es halt auch mal dazu, voll. Was mit Capo zu machen. Voll. Mhm. Voll. Dann haben wir noch Prinz Pi und Animus auf Farbenblindes Straßenkind. Mhm. Das heißt, du ein eine Trap-Style-Ghetto-Beschreibung von Prinz Pi auf deinem Album. Muss man erstmal drauf kommen, Alter. Hast du gesehen, wie der kam? Krasses nice. Ding. Na, sag mal ehrlich jetzt. Voll geil. Er hat das extremst gut gemacht. Ja. So, passt. Geil. Und es ist halt so. Unerwartet von dem, was jetzt Prinz Pi in letzter Zeit gemacht hat. Prinz Pi hat ja auch schon alles Mögliche gemacht, ne? Seit den Zeiten, wo er noch Illustrationen beim Punchzeilen-Magazin gemacht hat oder so. Kennst du das noch? Nee. Das war so Papierzeitung und so. Aber ne, Prinz Pi gibt es ja länger, also zum Beispiel als mich in dieser Rap-Szene. Und Urgestein, ich sitze auf diesem Stuhl auch schon, seit ich noch keinen Bart hatte, wie du weißt. Und aber du hast das auch gar nicht genau so bestellt, ne? Du kamst irgendwie auf die Idee, durch Connections, man kennt sich und so weiter, ja, lass mal was zusammen machen. Hast dir aber auch immerhin überlegt, dass du ihn da drauf nimmst, weil du, genau, das war das Ding, der Schwarze, der Perser, der Deutsche, die machen bla 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 und machen diesen Antirassismus-Film, aber was hättest du erwartet, was er darauf macht? Nicht das. Nee, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe eigentlich erwartet, dass er so einen klassischen geilen zwar, also rap-technisch sehr hochwertigen, na, weil er ist ja ein MC, schon immer gewesen, dafür war er ja bekannt. Prinz Porno, da? Ja. Freestyle-Legende Berlin, die Stars, was nicht alles. So, ich habe gedacht, er macht einen sehr hoch, rap-technisch hochwertigen, so Backpack-Flow-Part-mäßig, so. Allmann. Du dachtest, er macht so den schlauen Deutschen, der so intellektuell sich so zum Thema äußert. Ja. Den Professor. Das wäre nice gewesen. Aber er hat seine Hood-Seite ausgepackt. Na, er hat gegrindet einfach. Er hat mehr gegrindet als wir. Er kam, er hat mies gegrindet. Ich so, hä? Wie? Der klingt auf einmal wie Dings, sag mal irgendwen, wie Migos. Aber auch in gut, Alter. Also in krass, nicht in gut, in krass. Ich so, ich höre so diesen Part, ich so, krass, das ist ein Prinz Pi jetzt? Vielleicht hat er sich auch gedacht, Alter, ich hab da Bock drauf und da auf diesem Song kann ich das machen. Nice. Auf meinem Album mache ich vielleicht nicht das ganze Album so. Vielleicht macht er auch, weiß ich nicht. Hat er die Gelegenheit genutzt. Mhm. Aber das ist geil, weil das macht ja auch Bock, sowas zu hören. Ja, weißt du? Oberkrass. Also ich bin da keiner, der irgendwie sagt so, nein, du bist so, du musst immer so sein. Mhm. Weißt du? Du bist Prinz Pi, mach Verschwörungstheorien. Rap so, wie du bei Royal Bunker schon gerappt ja, hast. So. Ich finde das geil, weißt Alter. Das ist lustig. Aber oberkrass, richtig krasser Part. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Du hast ja auch noch voll die Filme von Treffen mit Prinz Pi erzählt, was los, auch das kann man sich angucken, müssen wir nicht wiederholen, aber war cool. Was geht bei Animus sonst? Da hast du mit Roos diskutiert, ob der jetzt bei dir gesigned wird oder nicht und was geht eigentlich bei Animus? Ja, Animus, der macht sein Ding, der macht halt Beast Mode 3
Und wir gucken, wo das hinführen wird. Das wird halt krass. Jeder, der Beast Mode 2 gefühlt hat, was Beast Mode 2 war natürlich eine Sache, die gerade für Animus, der halt auch schon dann in der Vergangenheit zu Unrecht auch schon die eine oder andere komische Sache einstecken sollte, ne, war Beast Mode 2 auf jeden Fall was, wo jeder sich danach gedacht hat, okay, alles klar. Wenn du den Typen auf Gas bringst, dann wird er halt zu dem. Weißt du, ich meine? Dann steht er halt auf seinem Cover und beißt in so ein Fleischstück rein. Oder zieht sich an so mit so Metallketten um den Hals einfach so an irgendein Geländer hoch. Oder schießt mit irgendwelchen Pumpguns durchs Video. Oder weißt du, oder der kommt dann halt so, Kamikaze, Kamikaze, der wird halt wahnsinnig so. Der ist halt durch diverse Supplements, wenn ich das sagen darf. Ja, das gab's auch schon bei Was los, die Diskussion. So, durch diverse Supplements ein. Durch so, Eiweißspritzen. Durch Eiweißspritzen, nicht klein zu reden, aggressiver Mensch. Mhm. Ne? Und das spiegelt sich auch in seiner Musik wieder. Also er hat sich mit Beast Mode 2 hat er sich halt dieses, was ihm nachgesagt wurde von Purpur, dieses Album, was eigentlich ein ganz normal gutes Rapper-Songwriter-Album ist. Ne? Ich weiß gar nicht, worum da die Diskussion ging. Schwule Sau, dies, das, tralala. Das war ein ganz normal gutes Album. So, waren halt gut gemachte Songs. Für die Leute, denen sowas gefällt, waren es gute Songs. Ja, wenn halt in einer Person, du kennst das auch selber, da du ja auch deine, mit Roost hat ja noch gesagt, dass man ja vorher nicht wusste, wer M. Bilal ist. Ich dachte mir dahin, nee, vor allem war das Ding Brahim. Das war das Ding. Siehst du, Roost, du hast keine Ahnung. Ja. Er hat schon eine Menge schlaue Sachen da drin gesagt, aber an der Stelle wollte ich eigentlich dazwischen schreiben, Alter. Aber ja, da du ja auch diese multiple Persönlichkeit hast und so, kennst du das ja auch. Aber wenn du als Animus halt ein Album quasi für die testosteronüberladenen Männer machst und dann machst du ein Album für die Mädchen, ja, dann sagen halt Leute, was ist das denn jetzt? So, warum geht es hier plötzlich um Rosen? Aber ich glaube, er hat es aber vorher für die Mädchen gemacht, korrekt? Ja. Und so. Davor hat er auch, keine Ahnung, gerade haben wir gesagt, so das intellektuelle Prinzip, dies, das ja, hat, sowas doch, kann aber Animus es ist doch, auch. Guck mal, es ist doch Musik, Alter, der ist doch Musiker. Mhm. Der sitzt doch zu Hause und entscheidet sich, okay, wie möchte ich mich expressen, worauf habe ich Bock, das ist doch seine Freiheit. Ja, das ist der, das Gefängnis von Rappern, weil Rapper halt immer authentisch sein sollen. Ja, man darf sich nicht da einsperren lassen. Ich lasse mich da niemals einsperren. Mhm. Wenn meine Eier morgen sagen, wenn die mir sagen, Manuel, komm, wir machen morgen ein klassisches Album. Dann mache ich ein klassisches Album. Das macht mich aber nicht mehr oder weniger Mann als der ich bin. Das ist einfach nur meine eigene Hürde, die ich mir setze und probiere, darüber hinwegzukommen, um meinen Horizont zu erweitern, ganz einfach. Weil, okay, dann habe ich gesehen, ich habe jetzt dieses Klassikalbum gemacht, ich habe es einfach rausgebracht, habe daran gearbeitet, habe mein musikalisches Spektrum erweitert. Okay, haben wir jetzt gemacht, jetzt gucken wir, was kann ich noch machen. Weißt du, wie ich meine? So, die Artists dürfen sich in sowas nicht einsperren lassen. Weißt du? Und Animus ist auch so ein Typ, der kann halt für Frauen schreiben, Alter. So, der hat halt viele weibliche Fans, was soll ich dir sagen? So, viele weibliche Fans. Der kann halt für die schreiben, warum soll er das nicht machen? Aber der kann die auch. Soll er machen. Aber jetzt macht er auch Beast Mode 3, ja. Und da werden, ist nichts mit Rosen. Ist mehr der Kalaschnikow. Ja, vielleicht auch. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, was er da macht. Denkst du dann immer dass Manuel das nicht mitkriegt? Danke. Dings, stand der nicht auch in Azads Video rum? Auf jeden Fall, Azad, was hältst du vom Azad-Sound? Bist du auf seinem Album drauf? Next Level? Ich hab auf jeden Fall dafür aufgenommen. Dann wirst du auch drauf sein. Darfst du so zu sagen? Digga, was du, ich weiß nicht, hast du Vertrag unterschrieben, dass du nicht drüber reden darfst? Verschwiegenheit habe ich unterschrieben. Also ich weiß nicht. Wird auf der Straße Verträge gemacht eigentlich oder klärt man? Nein, man klärt alles so Dings. Am Tisch. Mit Blut, wie heißt das? Blutschwur. Alles voll Narben auf deinem Unterarm, ja, weil du dreimal die Woche so Verträge schließt. Ja. Nein, also ich weiß, wann kommt das raus? Müssen wir gucken, möglichst bald, nach der Was los. Erst Was los. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Darf ich darüber reden? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall irgendwo mal irgendwas aufgenommen. Ich weiß gar nicht, für was das war. Aber du feierst Azads Sound und du bist gut mit Azad, weil das interessiert auch mal viele Leute. Azad ist alle mal checken, sind die noch gut? Es müsste eigentlich, warum gibt es nicht bei so einem, wenn wir mal in Facebook nur für Rapper machen, ja, dann muss es Beziehungsstatus für alle anderen Rapper immer geben, dass ihr es jeder mal aktualisieren könnt. Wer mit wem gut ist. Es ist schwierig.
Es ist kompliziert. Feste Beziehung. Verwitwet. Nein, nicht mehr. Dass man das einfach verfolgen kann, ja, weißt du? Okay. Dann bin ich arbeitslos, aber so kann ich immer fragen. Na, also, ja? Wer sich mit Azad streitet, der ist doch bescheuert, weiß ich meine. Also, Azad ist glaube ich, für jeden Rapper aus unserer Generation und für jeden, der so ein bisschen das Street-Ding verfolgt, oder auch nicht nur Street-Ding verfolgt, der auf realen, authentischen Hip-Hop steht, weißt du, so, der ist Azad einfach Abi. Muss man sagen. Wenn du das auf dein Album hättest nehmen können, letztes Mal war Suna mit dabei. Mhm. Übertriebenes krasser Part, kam sehr gut. Mhm. Diesmal niemand von KMN. Einfach so, oder was? Hat sich nicht ergeben. Ja, einfach oder so. Hat keinen besonderen Grund gehabt, aber einfach so. Aber kam geil letztes Mal, oder? Bereit zu sterben? Ja, nice. Das ist immer noch einer meiner Lieblingssongs generell, die ich gemacht habe, weil er voll grindy ist. Mhm. Ja, der ist nice. Du warst gerade auf... Ach so, Feature mit Farid hätte sich angeboten, habe ich hier noch stehen, wollte ich noch sagen. Darf ich eine Karte haben, die du schon benutzt hast? Dankeschön. Feature mit Farid. Wir sind leider erst wieder regelmäßiger in Kontakt gekommen, nachdem das Album fertig war, sonst hätte ich ihn bestimmt gefragt. Aber ich hoffe mal auf irgendwelchen nächsten Projekten gerne wieder. Sehr gerne. Habe ich denn die andere Frage, wo noch Farid vorkam? Na egal, kommen wir da gleich dazu. Was ich hier noch alles stehen habe. Du hast einen Song Santorini-Reflexion. Können wir da einsteigen? Santorini, weil du da auf Hochzeitsreise warst. Exakt. Hab ich aber recherchiert. Es ist ein anderer Film dahinter. Und zwar hat Rick Ross auf seinem Album Rather Me Than You. Du hast keinen Rick Ross, ne? Schon zwischendurch, muss zugeben, dass er ein guter Rapper, auch wenn das mit der Authentizität ein bisschen ich weiß auch so, ne? Aber ja. Ich kann mir außerdem sehr schlecht Titel von irgendwas merken, Alter. Und jetzt gerade, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er einen Song auf diesem Album, der hieß Santorini. Mhm. Okay? Und ich so. Achso, ja, da mache ich Hochzeitsreise. Schatz, wir müssen ja, rein. Ja, Rick Ross war auch da. Original! Ich hab das gehört und er hat so gerappt darüber, Santorini Greece, I put it on the map. Ich so, was ist Santorini Greece? Greece, Janne. Und dann google ich das, guck mir das an und ich bin jetzt schon fast in ganz Europa gewesen, ne? Mhm. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es in Europa, ne, einen schöneren Ort gibt als den. Von der Architektur, von der Lage, vom ganzen Ding. Und da habe ich mir so ein paar Sachen bei Wikipedia über Santorini reingezogen. Der schönste Sonnenuntergang, das wurde 4 oder 5 Mal hintereinander zu dem Ort gewählt, der den schönsten Sonnenuntergang der Welt hat. So, weil Santorini liegt ist eine Insel, aber die Stadt liegt auf einem Berg auf der Insel. Und die ganze Stadt ist weiß. Alles ist weiß. Weiß, wenn du nach Santorini Oia gehst, Oia ist so eine Stadt, so ein Dorf da, du siehst einfach, weil es so weit oben ist, siehst du entweder nur blauer Himmel und Sonne und wenn du ein Stückchen weiter runter guckst, siehst du auch nur blau, weil ringsrum nur Meer ist und wenn du dann ein bisschen weiter runter guckst, siehst du alles weiß, also siehst du nur blau und weiß, so Griechenland halt. Das ist total wahnsinnig und da gibt es so eine bestimmte Kirche in Oia, oder ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Griechen jetzt, das heißt so und so, ja. Okay, ich bin kein Grieche. Oja nennen wir es mal. Er kennt schon 7 Sprachen, aber Griechisch ist nicht. Griechisch ist leider nicht dabei. So, auf jeden Fall, wenn du an dieser Kirche stehst, da stehen auch dann immer vor die Menschenmengen so abends und ziehst den Sonnenuntergang an. Die Sonne, die sieht einfach so, als ob du die anfassen kannst. So groß ist die vor dir. So, du guckst einfach so, boah, was ist das? Total krass. So, krass. Und das hat dich zwischendurch zum Nachdenken übers Leben gebracht, weil um Hochzeitsreise geht es nicht in dem Song. Doch, weil wir sind da auf Hochzeitsreise gegangen, aber nachdem ich dann, ne, nachdem der Boy sich nicht hat lumpen lassen, wenn ich sagen darf, und nachts in seinen Outdoor-Whirlpool gestiegen ist, den er natürlich auf seiner Hotel-Honeymoon-Suite sich zugelegt hat an der Stelle, nice, sich den ein oder anderen Mojito gegönnt hat und eine Mojito-Zigarette geraucht hat dabei, ne? Kann man halt ins Reflektieren, ins Nachdenken, ins Viben. Weißt du, wie ich meine? So, wenn die Gattin drin irgendwas macht, Haare, Nägel, irgendwas, sitzt man draußen in diesem Outdoor-Whirlpool, weißt du, ich meine, bei 25 bis 30 Grad und chillt einfach sein Leben
Das ist ein Hip-Hop-Sender und so. Also. Ja, ist eine Dame anwesend, man muss ja nicht hier. Ne? Auf jeden Fall, da kommt man halt ein bisschen ins Nachdenken. Auch vielleicht auch manchmal über unangenehme Sachen, die halt 3000 Kilometer weiter in deiner Heimat gerade passiert oder passiert sind oder passieren werden. Und man denkt halt über das Leben nach viel. Das habe ich viel gemacht da, weil da halt auch die Ruhe und die Ortschaft dafür ist. Weißt du, ich meine? Du hast in zwei Songs sowas, wo es auch um Straße und Familie geht. Also Familie haben, selber Familie gründen und so, was ja Sinn macht für jemanden, der gerade geheiratet hat. Nachtschicht 4.0 hast du was? Da ist diese statt Familie sind sie gefangen in den Streets, lieber im Lambo Richtung Hölle statt zu Fuß ins Paradies. Ja. Metapher? Ich soll ein bisschen wählen. Okay, ich darf nicht mehr wählen. Das darf er nicht mal mehr wählen. Ich darf nicht mehr wählen. Bro. Gut, ich habe dich gerade so in Schutz genommen mit dem Dings und jetzt kommt. Okay. Sie muss auf den Ton aufpassen. Okay, das gut. Ist alles in dem Kopf von den Leuten, Alter. Das ist, okay. Ja, die geile Lambo-Line, ne? Und hier auf Dingens Inshallah, wie heißt der Song? Kher, Inshallah. Kher. Kher. Ja, Kher. Kher. Heißt? Ist arabisch und heißt Kher, heißt gut. Kher. Ja. Okay, da geht es darum, wie an das Fast Life so einholt, wenn man irgendwann alt wird und plötzlich merkt, dass man jetzt dann irgendwie doch alleine da steht und dass man irgendwie doch was verpasst hat, weil man keine Familie gegründet hat und sowas. Hast du über sowas viel nachgedacht? Ja. Hast du das mit dazu gedacht, dass du dir dachtest, okay, langsam heiraten wäre auch mal angesagt? Ja, es geht ja nicht um den Punkt, dass du sagst, ja, ich heirate, um geheiratet zu haben. Mhm. Weißt du, ich meine? Weil man muss ja an irgendeinem Punkt in seinem Leben muss man ja gedacht haben, wenn du jetzt Familie gründest, mit Kindern, alles dies und das, wer wird dir jetzt aus dem Kopf einfallen, den du, wenn deine Kinder so 16 sind, na sagen wir mal 14 sind, ne, zu wem gehst du nach Hause, die besuchen? Dass seine Kinder mit deinen spielen, ein alter Freund von dir, so wie mein Vater sie zu Genüge hat. Mhm. Wüsstest du da wen? Schon. Gut. Vielleicht nicht genug Leute, es dürften mehr sein. Verstehst du, was ich meine? Aus der Generation von meinen Eltern, ja, wir haben so viele Freunde überall, die können überall hingehen, weil die Leute einfach noch so zusammen interagiert haben. So, und auch damals zusammen auf der gleichen Wellenlänge waren. Arbeiten, Familie, großziehen, jetzt könnt ihr euch besuchen zu Hause, meine Kinder kommen dahin. Mhm. Irgendwie so, ey, wir kennen uns doch von unseren Eltern, dies, das, sowas gibt es heute fast gar nicht mehr. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Jeder sagt, Bruder, Wallah, Familie ist das Wichtigste. Wallah, scheiß auf die ganzen Leute, Wallah, nur Familie. Ich schwöre bei Gott, ja, wenn Familie das Wichtige ist, ne, wann fängst du an, mal eine zu gründen? Ja, Bruder, weißt du, ich muss noch so ein bisschen Geld machen auf Straße, weißt du? So ein bisschen Geld machen auf Straße. Und ja, was machst du mit dem Geld dann? Ja, Bruder, weißt du, ich muss erstmal dickes Auto fahren. Wallah, ich will ein gutes Auto haben, so, weißt du, gut leben, so. Ich will meiner Mutter Haus kaufen, so. Wen kenne ich, der seiner Mutter ein Haus gekauft hat? Wen kenne ich? Die wenigsten. Aber jeder Rapper, der neu rauskommt, oder ich rap nur für das Haus meiner Mutter, Haus zu machen. Ist dann, um schön zu reden, warum man jetzt jeden Scheiß der Welt machen muss, um an die Kohle zu kommen. Ja, und am Ende gibt man das Geld doch für ein Spielautomat Koks und Nutten aus. Ja, oder Koks und Nutten, im besten Falle. Anstatt Mama ein Haus zu kaufen. So. Warte, danach, der nächste Tausender ist für Mama. Erstmal noch. Ja, der nächste Tausender. Der war so für mich für Kopf. Der nächste ist so. Weißt du, das ist halt derbe affig. So. Und ich finde einfach so. Seitdem ich diesen Schritt getan habe, ist auch alles nur noch halb so wild. Bis zu gar nicht relevant. Das ist gut, Alter. Weißt du, wie ich meine? Halb so wild. Halb so wild. Weil egal, wie stressig der Tag war, damals bist du nach Hause gekommen, stressiger Tag, setzt du dich hin so, guckst du Fernsehen, spielst du Playstation, fuckst du dich ab, gehst du raus ins Café, triffst dich mit Leuten, deren Blut auch noch kocht, kommst noch mehr auf Gas, beleidigst irgendwen, machst irgendwas. Jetzt kommst du nach Hause, da ist einfach so ein lieblicher Mensch, weißt du, ein lieber Mensch einfach, so, weißt du. Dann, du isst was, setzt dich hin und es ist halt einfach ein anderer Vibe, weißt du, das ist halt... Und relativiert Sachen, wo du dir sonst drüber von den Filmen fahren würdest, von denen du ja bestimmt genug hast, ja. Ja. Was Straße angeht, bei Roos hast du erzählt, du wärst inzwischen seit 10 Jahren in der Rocker-Szene unterwegs. Dass es so lange ist, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. 10 Jahre. Ja, seit 10 Jahren.
Das ist ja fast die ganze Zeit, wo wir uns kennen, oder was? Fast, ja. Ich glaube, seit 2005 mache ich Interviews, wir haben 2017. Ja, 2007 war es auch. Okay. Ja. Crazy. Okay, gut. Interessant. Für Wikipedia haben wir diesen Fakt jetzt kurz abgedingst. Es gibt ja auch andere Leute, ne, die dann zum Beispiel mit irgendwelchen Clubstufen um sich schmeißen, wegen Hangaround, Prospect und Member. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, habe ich von gehört. Das sind dann halt so Leute, die reden von, guck mal, ich sag dir was. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel, wenn ich ihn jetzt als Beispiel nehme, aber den kennt halt nun mal wirklich jeder. Weißt du, ich meine? Frank Hanebutt ist der ein Begriff, korrekt? Du würdest mir doch unterschreiben, wenn ich dir sage, der Typ ist ein gestandener Mann. So, Schweiz. Ja, der ist ein gestandener Mann. Weißt du, den kennt ja jeder. Ne? Sicherlich niemand, wo ich hingehen würde und ihm Ansagen mache, weil... Der ist ein gestandener... Park dein Auto da weg. Ja, ist ein gestandener Mann, ja. Und ist ein gestandener Hells Angel. Ja. So. Steht so in der Zeitung. So, ja. aber selbst der war ja irgendwann mal Prospect. Das hast du bei Was los auch schon gesagt. Ich finde, du hast da sehr gut auf diese Hangaround-Line geantwortet. Auf diese Sache so. Ist man dann der... Was ich mich dabei gefragt habe, als du das mit Roos da diskutiert hast, mit den verschiedenen Stufen und so weiter, dachte ich mir, ist das denn, weil Roos dann auch gesagt hat, ja, aber bist du jetzt dies oder bist du das? Und man weiß ja nicht, du trägst doch auf Fotos eine Kutte. Auf einer Kutte ist ein Aufnäher drauf. Damit ist das doch eigentlich... Beantwortet doch. Ist das doch keine Frage eigentlich, oder? Das ist die Frage, was ist dann... Das sind auch Fragen, darauf antworte ich nicht, weil es ist vollkommen egal, was auf deiner Kutte steht, weil da auf deiner Kutte steht nur... Ja, weil du, der ja, Mann macht das Leder. Ist so. Eine Line von dir. Ja. Ja, das ist nicht eine Line von mir, das, ja, ist, eine, das, ist, ein, das ist ein Ding. Ja. Weißt du, wie ich meine? Es zählt nur, was ist in der... Heute zum Beispiel, keiner darf Kutten tragen. Ist doch Kuttenverbot in Deutschland. Mhm. Keiner darf Kutten tragen. Ja, gibt es jetzt deswegen die Leute nicht mehr? Oder sind jetzt die Leute deswegen, halten die weniger zusammen? Oder was ist denn jetzt? So, ja, Carlos Kain hat jetzt eine Kutte an. Hells Angels siehst du nirgendwo mehr. Vielleicht mal irgendwo auf Instagram oder irgendwo, wenn du guckst. Aber so auf der Straße siehst du keine Hells Angels mehr. Ja, aber was ist jetzt der Unterschied? So, alle sind in Anführungsstrichen normale Menschen. Aber ändert sich was? Nein. So, es ändert sich doch gar nichts. So, und ich finde es sehr anmaßend von manchen Leuten, ne, so zu differenzieren und unter diesen verschiedenen Dingern, ne, zu sagen, ja, macht mir Hangaround hier, geh mal weg schlafen. Ja, wie viel Hangaround soll ich dir bringen, wo ich dir garantiere, dass du die nicht schlafen schickst? Da gebe ich dir Brief und Siegel da drauf, dass du die nicht schlafen schickst und auch keiner deiner Freunde die schlafen schickt. Wie viel soll ich dir bringen davon? Das ist eine Beleidigung für jeden Menschen, der einen Weg einschlägt, der seit über 60 Jahren gegangen wird von gestandenen Männern. So. Ja, seit über 60 Jahren gehen Leute diesen Weg. Und ich finde das eine Beleidigung und ich finde das sehr anmaßend. Warum lässt du, was ich mich dabei frage, wenn ich mir das so reinziehe, ich habe seit einem halben Jahr keine Interviews mehr gemacht, ja. Ich fühle das, wenn du irgendwo sagst, du auf dem Album mehrmals sagst, dass du keinen Bock auf diese Politik hast. Mhm. Und frag mich dann, als jemand, der dich mag und dich lange kennt, warum lässt du diese scheiß Lines so an dich ran? Dass du dich so darüber abfuckst, dass du dich darüber aufregst. Es geht nicht um die Lines. Die Lines sind fusch, Tafnis. Die Lines gehen hier unter den Eiern, gehen die entlang, die interessieren keine Sau. Die Intention ist das, ne? Weil ich weiß nicht, mit was für einem Recht, wenn denn jemand eine Line gegen mich meinen sollte, ne? Mit welchem Recht, ne? Und mit welchen Eiern vor allem, ne? Trauen sich manche Leute zu mir zu kommen und versuchen mich aufzuregen. Erstens, weil ich ihnen nichts getan habe, das mal vorweg. Und zweitens, weißt du, bist du dir nicht im Klaren darüber, dass, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Hip-Hop-Battle ist, ich flow besser als du, dies, das, dann antworte ich, nein, ich flow besser als du. Aber wenn es um eine persönliche Beleidigung geht, bist du dir nicht im Klaren darüber, dass ich dir ganz easy, Bruder, ganz easy, weck mich morgens um 4, so, verschlafen, was ist los, ganz easy schlag ich dich tot, Bruder. Ich schlag dich tot, ganz einfach.
Besonders denjenigen, um den es geht, ich schlag dich tot. Aber es geht ja nicht nur immer um. In diesem Game, das ihr da spielt, geht es ja nicht nur um 1 gegen 1, ne? Da geht's, ja, so. es geht nicht um 1 gegen 1. Das ist das Problem. Darum, mit wem du unterwegs bist. Das ist das Problem. Deswegen ist doch diese Verschiebung der Macht, diese unfair verteilte Aufteilung der Macht. Und ich ziehe mir das da rein. Ich denke mir halt, guck mal, die eine Sache ist, wenn zwischendurch solche Sprüche kommen und du dich darüber aufregst, ja, wenn du dich über Sprüche aufregst, weil du dich fragst, ob die vielleicht eventuell an dich gerichtet sein könnten, auch wenn man dir sagt, dass es nicht so ist, du rastest darauf aus, du hast eine Reaktion. Ich sehe dich, dann, du telefonierst vielleicht jeden Tag mit Arafat, keine Ahnung. So, weißt du, dann im Endeffekt lässt du dich doch trollen davon. Das ist doch so wie so ein Brudi mit RU auf Twitter, weißt du, mit RU im Namen auf Twitter, der irgendeinen Scheiß startet, um dafür zu sorgen, dass Rapper A hinter vor der Tür von Rapper B steht oder sonst was, bla. Deswegen rastest du darauf aus. Deswegen habe ich, wie auch schon bei Bruce gesagt, ich habe mir die perfekte Marschroute hingelegt. Wenn nochmal so eine Line kommt, ich frage einmal, bin ich gemeint? Nein, Wallah, du bist nicht gemeint. Like, warum machst du immer so? Like, ich schwöre auf Dings. Like, ich schwöre, der Gott ist mein Zeuge. Wallahi, du bist nicht gemeint. Ich bin nicht gemeint? Gut. Kein Problem. Ich belasse es dabei. Keine Posts mehr, keine Lives mehr, keine Tracks mehr, kein irgendwas mehr. Aber das ist auch jetzt, das sind keine News, was ich jetzt sage, weil ich habe es auch nicht face to face, aber praktisch von Telefon, von Ohr zu Ohr gesagt. Ich habe gesagt, guck mal, an dem Tag, wo ich beweise, dass das eventuell vielleicht sogar doch stimmt, weil Shindy sich rein zufällig trennt von erst guter Junge und im Bösen dann auseinandergeht und dann irgendwie, oder wenn Arafat und Bushido sich streiten und bei Rap Update diese, darf ich was sagen? Rap Update gibt's, ich habe gerade selbst RU gesagt, ja. Es okay, Rap Update. Okay. Ja. Wenn bei Rap Update dieses Bild zu kommen mit den beiden mit diesem Blitz durch, kennst du das? Mhm. Ja, da rappelt's in der Kiste oder irgendwie sowas. So, aber wenn Arafat sagt, ich habe mit denen nichts mehr zu tun, oder Bushido sagt, ich habe mit denen nichts mehr zu tun, wenn die getrennte Wege geht, schlage ich ihn einfach tot. Ganz einfach. Ganz einfach. Und ich meine das wirklich ernst, das hört sich jetzt behindert an, scheiße an, so, ja, Manuel wieder, der muss wieder übertreiben. Nein, wirklich. Ich fahre hin und da, wo ich den finde, haue ich den einfach so lang vorm Kopf, dass sie den mit auf einer Bahre ins Krankenhaus einliefern müssen und irgendwie künstlich beatmen müssen, füttern müssen, dass er durch den Schlauch pisst und kackt. Genauso. Die Kelle dafür hole ich mir auch ab. Für einen Haufen von beschissenen Sprüchen. Genau, für diesen Haufen von beschissenen Sprüchen hole ich mir das ab. Die Kelle dafür hole ich mir auch ab. Warum? Weil es geil ist. Weil es mich zufrieden macht. Es gibt mir Seelenfrieden. Ganz einfach. Weil der probiert hat, ne, 2 Jahre lang mich in der Öffentlichkeit, ne, als einen Schwachkopf dastehen zu lassen, das lasse ich dir nicht durchgehen. Das lasse ich dir niemals durchgehen. Niemals im Leben lasse ich dir das durchgehen. Und wenn du jetzt nichts machen kannst, meinst du, dann wartest du auf den Tag? Ich kann machen, wann auch immer. Mhm. Jetzt gleich kann ich hier aufstehen, in mein Auto steigen, also erst aufs Motorrad, dann ins Auto, nach Berlin fahren, den irgendwie vom Kopf hauen. Mhm. Was danach kommt, kann immer noch kommen. Berühmter Spruch ist immer: Du kannst, morgen kannst du mich umbringen, erschießen, töten, dies, das, aber heute stirbst du erstmal alleine. So, das ist ein ganz berühmter Balkanspruch. Mhm. So, ganz einfach. Deswegen, für mich, das Thema ist durch, ist cool, ihr meint mich nicht, gut, kein Problem, alles gut, so. Die sagen, du respektierst uns nicht, oder du, willst du Respekt? Du möchtest Respekt von mir? Okay, hier ist mein Respekt. An dem Tag, wo du einen Schritt von dem zur Seite gehst, ist er reif. Das ist der Respekt, den ich dir gebe. Ist er reif. Und das ist das Endergebnis von Raplines. Das ist das Endergebnis nicht von Raplines. Weil auf Rap antwortet man mit Rap. Mhm. Auf Respektlosigkeiten antwortet man so. Respektlosigkeiten, die über das, was in Rap stattfindet, hinausgehen. Okay. So, wie sieht das... Keine Ahnung, Mann. Also ich habe dir vorhin gesagt, ich ziehe mir das dann so rein und denke mir, Alter, Junge, okay, was? So, das ist jetzt sein Leben. Das ist das, was er den ganzen Tag macht. Diesen Kopfweg gibt er sich. So. Nein, ich habe keinen Kopfweg. Nein, du verstehst das falsch. Denk nicht, ich sitze den ganzen Tag zu Hause. Bruder, ich habe eine bezaubernde Frau. Eine bezaubernde Frau und ich habe, glaube ich, mit Abstand die geilsten Freunde der Welt. So, das heißt,
ich bin mit meiner Frau auf Reisen. Wie oft hast du jetzt auf Instagram gesehen, ich bin da, ich bin hier, ich bin da. Ich gehe dahin, ich bin mit meinen Jungs da, ich bin ja im Studio viel am Arbeiten. Mir ist das egal. Hast du solche Politik, wie man jetzt als Rap-Fan dann immer mitkriegt, ne? Weil sich da Leute streiten, wie beispielsweise du und andere Leute. Hast du das in Sachen, die nichts mit Rap zu tun haben, genauso? Sieht es da genauso aus? Wenn du dich nicht gerade mit Arafat streitest, streitest du dich mit jemand anders? Ich streite mich mit Arafat nicht. So, der ist dafür zu allglatt, dass man sich mit ihm streitet. Es ist immer Assalamu alaikum, Habibi, guck doch mal, so. Es ist immer der. Man hört zwar, wenn er mit anderen redet, dass ein anderer Ton angeschlagen wird, aber face to face ist es immer der. Das ist auch korrekt so. Mhm. Weißt du, ich meine? Weil wie er bei anderen redet, ich bin mir sicher, wir reden bei anderen auch so. Aber face to face ist es immer der. So soll es bleiben. Streitigkeiten im normalen Leben, im normalen Leben gibt es keine Streitigkeiten. Also nicht in dem Sinne. Weil im normalen Leben hast du es mit normalen Männern zu tun. Und jeder Mann, du kannst dich selber als Mann bezeichnen, wenn du Konsequenzbewusstsein hast. So. Und gerade in der Szene, in der wir uns bewegen, ist Konsequenzbewusstsein, ne, eine große Voraussetzung. Weil mein Handeln beeinflusst nicht nur mein Leben. Weil ich repräsentiere ja mehrere Jungs. Und andere Jungs repräsentieren mich auch. Das heißt, das Fehl- oder Gutverhalten oder Positivverhalten von anderen Leuten wirkt sich auch auf mich ab. Weißt du? Das ist das Ding. Deswegen, Konsequenzbewusstsein. Die Leute wissen, fickst du einen von uns, wir ficken dich. So. Und ich weiß, fick ich irgendeinen von irgendwo, da kommt auf jeden Fall Gegenwind. Weißt du, wie ich meine? Das ist konsequent. Deswegen haben die Leute nicht unbedingt Bock auf Stress. Abgesehen davon, so von deinen Einstellungen, du hast eine Line auf dem Album, das Schwerste am Erwachsenwerden ist Mann sein. Ja. Weil du gerade sowas gesagt hast, ja, wie dieses Konsequenzbewusstsein. Ja. Was macht das für dich aus, ein Mann zu sein? Guck mal, ganz ehrlich, wenn ich heute vor meinen Vater treten würde, ne, und würde ihn sagen, mein Vater würde zu mir sagen, Sohn, so, du regst mich irgendwie auf. Aus dir ist nichts geworden. Und ich würde meinem Vater sagen, like, was redest du? Ich bin ein Mann. Du musst mich respektieren, als ob ich ein Mann bin. Ne? Dann sagt er, aha, wie alt bist du jetzt? Dann sage ich, ich bin 38. Dann sagt er, weißt du, was ich mit 38 gemacht habe? Was wird mein Vater mir antworten, was ich mit 38 gemacht habe? Der wird sagen, ich bin, warte mal, wo er 38 war, mein Vater 38 war, da war ich ungefähr noch gar nicht da, glaube ich. So, weißt du, ich meine? Aber er wird sagen, ich bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, Viertel nach 4, ne? Und um 5 Uhr bei Siemens zu sein, um zu arbeiten, und bin um 3:30 nach Hause gekommen, ne? Und hab drei Kinder großgezogen, worunter einer du bist, und du bist, Maschallah, jetzt kein unterernährter Typ geworden, ne? So. Ich habe drei Kinder großgezogen, wovon einer Lehrer geworden ist, eine Industriefachkauffrau oder wie das heißt, und einer Rapper geworden ist. So, dann habe ich mich um meine Mutter gekümmert, die pflegebedürftig war, nebenbei noch. Plus, ich habe noch eine Eigentumsmaisonette-Wohnung gekauft, noch eine Wohnung gekauft, Land gekauft, zwei Gärten gekauft, in denen ihr als Kinder Fußball, Tennis, Federball, Swimmingpools, alles gemacht habt. Janne, das hattet ihr alles. Das hab ich mit 38 gemacht. Janne, was hast du mit 38 gemacht? Was? Du bist ein Mann? Okay, was hast du jetzt mit 38 gemacht? Was kann ich antworten? Ja, ich hab geheiratet, ich fahr ein schönes Auto, ich hab eine Harley. Ich habe Mütter gefickt. So, und ich habe Mütter gefickt. Dann sagt der Maschallah, du bist ein echter Mann. Deswegen, was ich meine, verstehst du? Ja. Mann sein in einer Welt, wo ein Mann ist, der eine Rolex trägt und der Name hat, ne, der ja überall hinkommt und Leute gucken hoch, dann bin ich Mann.
Ich habe Rolex, ich komme überall, wo ich hinkomme, Leute kennen mich und so. Hey, ja. Ich stimme in ganz vielen von deinen Einstellungen, von den Sachen, die du so sagst, überein. Ne? Hm. So, aber du hast ja gerade auch gesagt, du trägst auch Verantwortung für andere Leute, ja? Ja. Sind das jetzt, ob das jetzt Kollegen von dir sind, Brüder von dir sind oder ob das dann deine eigene Familie ist oder so, für, so. Dein Handeln hat immer auch Konsequenzen für andere Leute. Das ist ja auch dieses Konsequenzbewusstsein, ja? Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich gehe irgendwo hin und schlage jemandem eine Machete in den Kopf, auch das betrifft nicht nur dich und auch nicht nur den mit der Machete im Kopf, mhm. so, sondern auch noch andere Leute. Und eine Sache, wo ich glaube, wo wir verschiedene Ansichten drüber hätten, weil ich finde, was auch dazu gehört, ob das jetzt Mann sein ist oder ein Mensch sein ist oder sonst was. Ich bin noch tot, ich krieg doch mitten keine Luft, in meinem oder? Vortrag kommt er mit diesem. Entschuldigung, Motivator. Ja, Entschuldigung. Ja, aber es wird immer wärmer. Ja, ist so. Was auch ein wichtiger Punkt für mich ist, was ich finde, ist, du musst auch alleine, um dich über ein Tier zu erheben oder über ein Leguan oder sonst was, weißt du, ist dein Kopf zu benutzen. Mhm. Dich unabhängig zu machen von Emotionen, von Trieben, von spontanen Reaktionen und sonst was, weißt du? Von diesen Ausrastern. Du musst dich ja nicht, denn wenn jemand dich, niemand kann dich beleidigen, wenn du dich nicht beleidigen lassen willst, mhm. weißt du? Mhm. Niemand kann an deine Seele und an dein Herz dran, es sei denn, du entscheidest, dass du den da dran lässt. Mhm. Verstehst du? Das kannst du unterscheiden. Du mhm. kannst, du, es ist dein, so, es kann immer, weißt du, schlägst du einem den Kopf ab, der dich beleidigt, kommt vielleicht der Nächste. Du kannst, so, es, wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Ja, vielleicht kommen 1 Million Menschen und beleidigen dich aufs Übelste und du rennst dein Leben lang nur durch die Gegend mit der Machete und schlägst die in Köpfe. So. Das Ding ist, weißt du, aber du kannst einfach entscheiden, du kannst mich nicht beleidigen. So. Aber das Ding ist aber, mag zu Recht haben, aber hier ist die, es gibt ja immer 2 Seiten der Medaille. Es gibt mhm. heiß, kalt, Yin, Yang, mhm. plus, minus, es gibt immer 2 Seiten der Medaille. Schlägst du einem eine Machete in den Kopf, ne? Der zweite überlegt sich. Sagt, das ist so. Du kannst auch rational, warum auch immer, ob das zum Schutz deiner Familie ist oder von deinem Geld oder von sonst was, kannst du auch rational mit deinem Kopf entscheiden. Nach langer Überlegung habe ich entschieden, ich schlage ihm eine Machete in den Schädel. Mhm. So, okay, kann ja sein, weißt du? Aber dann hast du es zumindest rational und mit deinem aber, Kopf guck mal, und nicht aus dem Bauch raus spontan und vielleicht falsch entschieden. Guck mal, Kurzschlussreaktion ist meines Erachtens nach, der disst mich. Was? Auto, fahren, Papa Aris, Fenster runter, egal wen du triffst und wen du nicht triffst, nach Hause fahren, das ist Kurzschluss. Mhm. Was habe ich gemacht? Deine Nachrichten, einer schwer verletzt, einer liegt im Krankenhaus, scheiße, was machst du? Mhm. Tasche packen, Flucht, irgendwo hin, anderes Land, warten, Anrufe, ey, wie sieht's aus? Bruder, du bist gefegt, der hat's nicht überlebt, dies, das, tralala, was machst du? Jetzt sitze ich hier im Ausland, scheiße, Familie, hätte ich das mal alles nicht gemacht, dies, das, nein, scheiße, das ist Kurzschluss. Mhm. So. Mhm. Du hast zwar dein Ding gemacht, aber Kurzschluss. Weißt du, wie ich meine? Aber ich rede ja nicht, diese Sache ist ja nicht gestern passiert. 2 Jahre lang geht das so. 2 Jahre lang schon. Wir sind so weit gekommen, dass selbst Shindy mir seinen Mund aufmacht gegen mich. Shindy macht mir seinen Mund auf, bitte dich. Aber das ist ja alles nicht so gewesen. Gut, dann soll es nicht so gewesen sein. Gut, weil gegen so schwache Politik, die so schwach ist, dass du sie nicht greifen kannst. Weißt du, warum, ja, du kannst Wasser nicht greifen. Weißt du, warum ich auch mit dir so lange darüber rede? Hm. So, eine Sache, vorhin, wir haben darüber gesprochen, deine Ausraster oder bla, auf Facebook Live, wo Pillard dabei war und so, wo es zum Beispiel darum ging, dass du mit Pillard diskutiert hast, du zu Pillard gesagt hast, so, guck mal, die Leute machen uns doch nach. Es ging um, ich weiß nicht, ob es Shindy war oder sonst wer, du hast gesagt, Kids laufen so rum wie der, die machen nach. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du keine Vorbildfunktion oder sonst was hast. Das ist halt auch die Sache. Ihr seid alle erwachsene Männer. Mhm. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ja? Wenn ihr euch auf diese Filme einlassen wollt und sonst was, dann sage ich dir, ey, ich kenne dich lange, ich frage mich, Alter, fick das nicht dein Kopf? So, dann frage ich dich halt, wie ein Kollege, so, weißt du? Aber ansonsten, wir sitzen hier gerade vor Kameras und bespricht man es auch deshalb. Die sehe ich gar weil nicht. Auch andere Leute ziehen sich das ja rein und denken ja drüber nach. Das ist wieder diese Konsequenz, die dieses hat. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst und auf einer Bühne stehst und da sind 2 Leute, die machen diese Filme, andere gucken sich das an und die haben in ihrem Leben ähnliche Situationen und treffen vielleicht die gleichen Entscheidungen. Ja. Oder lernen daraus, okay, so wie er mache ich es schon mal nicht. Guck mal, ganz ehrlich, wenn einer probiert, es ist ja alles nicht so gewesen, ist sich. Täuscht mich ja alles. Aber nehmen wir mal an, ne? Wenn einer probiert, dich und deine Familie in der Öffentlichkeit so zu diskreditieren, ne? Geh und mach dich gerade, Alter. Ich schwör's dir. Ich werde das nicht lassen. So, Bruder, was haben die mit Animus gemacht? Was haben die mit dem gemacht? Dieses Stripper-Foto, Bruder. Entschuldigung. Dieses Stripper-Foto, wo so ein Stripper. Kennst du das Foto?
Da haben die so einen Stripper genommen, der seinen Arsch so rausstreckt und haben die so Animus seinen Kopf drauf gemacht irgendwie, aber so voll professionell. Das sah so ekelhaft aus. Bruder, der Junge ist Iraner. Seine Mutter trägt bestimmt Kopftuch, okay? Ja, der hat Cousins, Cousinen, Brüder, Schwestern, dies, das, alle gehen zur Schule. So, die werden doch alle mitgemacht. Guck mal, dein Bruder, guck mal, dein Cousin hier, guck mal, hier ist Stripper, was das, so, der, dieser Hund, dies, das. Bruder, wir sind in dem Alter, wir haben Kinder. Wir haben Kinder, sollen unsere Kinder in die Schule gehen und sagen, ja, du bist die Tochter von dem hier, guck mal hier, dies, das. Niemals in meinem ganzen Leben, niemals in meinem ganzen Leben. Und die sind, guck mal, die sind hässlich. Die sind hässlich. Die gehen ins Eingemachte. Warum? Weil die denken, die sind unantastbar. So, ganz einfach. Und dann denken die, die können auf die ganzen Leute diese Filme machen. Und wir, guck mal, in was für eine Gesellschaft wir sind, dass ich mich jetzt verantworten muss. Ja, Bruder, denk doch mal drüber nach. Warum? Ich bin doch das Opfer hier, Alter. Ja, ich hab den nicht angegriffen. Ganz im Gegenteil, in jedem Interview, ich sag immer wieder, nein, guck mal, wir haben doch Respekt. Ich betone das immer wieder extra. Wir haben doch Respekt, aber irgendwann ist vorbei. Gibt's keinen Respekt mehr. Gibt's keinen Respekt mehr. Dann ist mir egal, ob ich sterb oder der stirbt. Irgendeiner stirbt, weil sonst hat's kein Ende. Ich schwöre dir bei meiner Mutter. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich schieß auf den. Ich hab da gar kein Problem mit. Ich scheiß jetzt auf hiphop.de und auf alle Leute. Ich schieß auf den. Der hat sich in mir einen Feind fürs Leben gemacht. Ein Feind fürs Leben. Ich tapeziere meine Villa mit deiner schwarzen Haut. Komm, mach, versuch einmal. Komm mal runter von deinem schwarzen Haut. Du bist ein Geist. Jedes Mal, wenn es um dich geht, redet ein anderer. Jedes Mal, wenn es um dich geht, kommt mir ein anderer und redet. Jedes Mal, wenn deine Stimme aus den Boxen kommt, ist das von jemand anders geschrieben. Jedes Mal, wenn irgendwas anderes ist, dann macht es irgendein anderer Mann. Wer bist du eigentlich, Alter, ja? Dass du mir nie deinen Mund aufmachst. Wer bist du eigentlich, Alter, ja? Redest du mir, ich bin der und der. Wer bist du, Alter? Du bist ein Geist, Bruder, dich gibt's nicht. Du bist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Komponenten, Bruder. Deswegen, wenn man dich beleidigt, normal trifft sich das nicht, weil du bist nix, du bist Luft. Ich bin Manuel Twellmann, Manuelsen. Wenn du mich beleidigst, hast du ein Problem mit mir persönlich. Und wenn du versuchst, mich in der Öffentlichkeit behindert darzustellen, dann hast du ein Problem, weil ich habe das nicht verdient, weil ich bin gerade, ich bin kein Assi. Ich tue Leuten nichts, Bruder. Ich bin nett und höflich hier. Ich glaube, das kann jeder hier bezeugen. Wenn du das ekelhaft machst, dann fühle ich mich gekränkt, Bruder. Ich bringe dein Ende einfach. Das ist doch ein ganz logisches Denken. Oder irre ich mich jetzt, Ina? Sag mal bitte ehrlich. Ist das wahnsinnig? Bin ich verrückt? Muss ich weggesperrt werden? Das ist doch ein ganz normales Denken, Bruder. Warum soll ich mich hier ficken lassen in der Öffentlichkeit? Und dann kommen seine 14-jährigen Spastenfans, Alter, sagen, der hat dich gefickt, bei dem traust du dir nichts zu sagen. Seine ganzen Fans sind 14. Die Leute, die mir immer schreiben, Orafon hat dich gefickt, ich guck, das sind diese 14, Bruder. So 14-jährige Döppen, Alter. Und geh zu sagen, ich geb dir eine Backpfeife, du Idiot, verpiss dich. Nicht mal. Was für Backpfeife, du bist 14. Komm mal her, du Kelp. So, wir gehen Hausaufgaben machen, mach irgendwas. Ich rechtfertige keinen von den Sprüchen, die du nennst. So. Weißt du, wenn es diesen Spruch am Telefon gab, als mit der schwarzen Haut und so weiter gab, Alter, es ging mir ja kein Stück darum, irgendwas davon gibt's klein noch, zu reden gibt's oder noch sonst schlimmere was. Sprüche. Gibt's oder noch das, was schlimmere. Mit dem Stripper. So, nichts davon sage ich ja, will ich das rechtfertigen oder sonst was, weißt du? Das ist einfach nur, das Einzige, was ich sage, ist im Endeffekt das Gleiche, was du sagst. Stichwort Konsequenzbewusstsein. Dass man sich überlegen muss, weißt du, und wenn du ein junger Rapper bist, kannst du dir überlegen, möchte ich diese Filme haben, die Manuelsen in seinem Leben hat. Oder andere Leute auch. Wie kommt man dahin? Wo fängt man an, um am Ende dahin zu kommen, oder nicht? Wenn du talentiert bist, ne? Wenn du talentiert bist und wenn du... Guck mal, wenn ich das jetzt sage, dann heißt es wieder, ich zieh diese Karte. Aber das Erste, womit die Leute mich dissen, ist immer Hautfarbe. Komischerweise. Ist immer Hautfarbe. Wenn ich was über ihn sage, ich sag nichts, ja, du, was sagt man zu Arabern? Du Eselficker oder du Wüstennigger. Ich sag sowas nicht. Janne, verstehst du? Das Erste, womit die Leute mich, wenn die mich beleidigen, es gibt ja keinen, der mich beleidigt. Weil ich tue niemandem was. Im Grunde genommen mögen mich alle und ich mag alle. So ist das ja. Aber ja. Digga, das Erste, was immer kommt, ist der Neger, der Schwatte, der Dings, der Dies, der Das, der Das, der Das. Das zeigt mir doch was über den Charakter. Du kannst doch nichts Wesentliches gegen mich haben. Weißt du, ich meine? Dann sag doch, ja, du bist ein Zinker bei der Polizei. Oder du bist ein ehrenloser Bastard, weil du machst so oder so. Oder du bist ein...
du bist ein Lutscher, weil du bist da weggerannt oder du hast da, sowas können die Leute über mich doch gar nicht sagen. Ja, normal. Aber die Leute nehmen doch immer das Naheliegendste. Wenn du Battle-Rapper bist, du stehst auf der Bühne und du bist ein Fettsack, was meinst du, worauf du Sprüche kriegst? Dann kriegst du Lines, du bist fett. Ja, wenn du ein Interviewer bist und du hast einen Bart und du wirst mal gedisst oder lustig erwähnt, worum geht's? Um einen Bart geht's. Ja, aber, ja, aber bei aber, dir, das sind doch andere Sachen, als seine Herkunft zu diskreditieren. Ja, natürlich, weil das scheiß Rassismus ist, ist das was anderes. Wenn einer einen Bartspruch über mich bringt, denke ich, haha, okay, ja. Hast du einen Bartspruch? Soll einer einen Bart, Spruch? Ja. Guck mal, ich habe zum Beispiel ein bisschen dicken Bauch, soll einer sagen, ja. Extremst also, dicken Bauch, kann man Spruch ist, drüber ja, bringen, alles andere Spruch, ist oder abgefuckter Rassismus. Ist normal, aber, dass das was anderes ist. Ich meine nur, das ist, weil die Leute dann keine Hemmschwelle dagegen haben, ekelhafte Rassisten zu sein, die das dann bringen. Weil es ist das Naheliegendste, was dir einfallen kann. Guck dir 20 Leute an und guck dir in der Mitte Manuel Twellmann an. Was fällt dir auf? Er ist doppelt so breit, doppelt so groß und schwarz. So. Und wenn die Leute keine Hemmschwelle dagegen haben, Rassisten zu sein, dann bringen sie den Rassistenspruch. Ja, danke. Danke. Und vor wem bitte soll ich mich jetzt da hinsetzen und sagen, nee, das berührt mich nicht. Vielleicht ist das eine gute Idee. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Nein. Das berührt mich jetzt nicht, der meint bestimmt nicht mit. Und wenn der mich meint, dann scheiße ich einfach drauf. Dann kacke ich einfach drauf. Nee, okay, kacke ich drauf. Bruder, dann gebe ich dir jetzt Brief und Siegel, 2 Jahre noch, ne? Dann kannst du einen Bericht schreiben, Manuel hat sich Kugel gegeben. Sagst du so, wie es ist? Du musst auf jeden Fall sehr viel meditieren dann, um das, ja, deine innere Mitte zu davon finden. Davon werde ich krank. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, auch zu sagen, du musst dir jeden Scheiß in der Welt gefallen lassen. Ne? Du kannst, wenn du es entscheidest mit deinem Kopf, Alter, und lass dich nicht von den Eiern lenken. Okay, Digga, ich wollte dich eigentlich noch was anderes fragen zu Karriereausbau und dies, das, aber ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Wir haben nämlich noch 8000 Fanfragen. Ah. Wir gucken, wie weit wir damit heute noch kommen. Okay. Also, die Show geht weiter in den nächsten Teilen mit Fanfragen. Dann dürft ihr noch mal ran. Ansonsten kommt im August, da brauche ich wieder erste Karte. 11. war das, ne? 11. 11. August kommt der Löwe raus. Und 5. September gehen wir auf Tour. Vorbestellung, das Link ist der hier unten. Können wir? Erich, machst du bitte Link in den Beschreibung? Erich, machst du bitte Link? Ja, voll geil. Erich. Bitte. Bitte. Cool. Präsentieren wir die Tour? Das machen wir nicht. Natürlich. Machen wir. Wir präsentieren die Tour. Also machen wir auch. Presented by hiphop.de. Natürlich. Presented by hiphop.de. Wie Manuels Tour. Mit wem bist du unterwegs? Mit Animus und Cass. Mit Animus und Cass. Der König im Schatten. Das Album Löwe. Der dritte Teil. Der nicht Trilogie, sondern der Oktalogie. Der hat den Namen, er kriegt die noch einen Namen irgendwann? König im Schatten, Oktalogie. Oktalogie, jetzt muss ich noch 8 Alben machen. Valar Morghulis, Oktalogie. Ramin, hast du gehört, ich hätte gerne 7 Millionen Euro Vorschuss, weil ich muss noch 5 Alben machen. Hat er sich auch verdient. Hab ich mir verdient. Digga, pass auf dich auf, wir reden heute noch ein bisschen weiter. Okay. Ihr seht das bald auf hiphop.de. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.